Das ist jetzt ein ZVT. Ich glaube, von Afro. Ich glaube, Afro ist Diamond, ne? Also auf Diamond-Niveau, eins unter Master. Muss man allerdings sagen, die Unterschiede sind zwischen den Ligen schon relativ groß. Ich mache mal auf langsam. Und, oder wir können ja mal Pause kurz machen. Unterbrochen. Und das erste ist, wenn man gegen Terra spielt, was spielt man überhaupt für ein Opening? Und die allermeisten spielen Hedge First. Hedge First spielt man bei 15 Supply. Also bei 15 Supply setzt man die Hedge, baut noch, je nachdem, wie viel Drohnen man will, Drohnen nach und setzt dann zwischen 15 und 17 den Pool. Ne, kann man so sagen. Man kann auch bei 14 den sogar setzen, also ohne noch eine Drohne zu bauen. Soweit ich mich erinnere, Afro spielt aber Pool First. Und das ist schon mal erstmal die Frage, ob es so toll ist gegen Terra. Man kann das machen, würde ich behaupten, wenn man sehr safe spielen will, oder? So gegen Ja, Turex. man kann das machen, man ist danach leicht hinten. Ich sag mal, wenn man oft geturext wird oder Reaper-rusht, dann sollte man das auch in Erwägung ziehen. Das machen auch manche Profis, Genau. aber ist längst nicht Standard. Und ich würde sagen, man ist. Ich habe mal gehört, eine Drohne, eine Hatchery, die zählt so als vier Drohnen. Und auf der anderen Seite hat man halt die Queen eher draußen, man hat eher den ersten Lava-Inject. Das sind halt die Vorteile, beziehungsweise auch Zerklinge. Und Und vor allen Dingen ist man safer. genau, Bei kann dann besser sowas. reagieren auf den Turex. Man kann ja mal, wir können ja mal reden. Was gibt es denn überhaupt so für Unterbrochen. Cheese am Anfang gegen vom Terra? Es gibt eigentlich so zwei Hauptdinger. Das ist Turex, nennt sich das. Also zwei Barracks. Rex ist eine Barracks. Meistens proxymäßig, also irgendwo auf der Map zu bauen. Zum Beispiel hier bei der vierten oder dritten oder hier. Also ich blink mal, ich würde sagen, die werden hier gebaut, hier oder hier. Ja, genau. Vielleicht Da habe ich auch auch noch gerade hier. gezeigt. Und die wollen dann halt, dass man das möglichst nicht mit dem Overlord sieht. Und was die dann machen, die bauen zwei Racks, schicken ganz viele Marines und bauen da Bunker hier direkt bei der Natural. Und ja, wenn man jetzt mit Hedge First spielt, hat man ja dadurch, dass der Pool sehr spät kommt, erst auch sehr spät Zerklinge. Und es ist nicht so einfach, so ein All-In dann abzuwehren. Wenn man jetzt aber den Pool First spielt, warte mal, ich kann das mal zeigen. Welchen Pool spielt der denn überhaupt? Dann ist man dagegen relativ safe, weil man halt so schnell die Zerklinge draußen hat und damit dann Bunker verhindern kann. Okay, du spielst 15 Pool, ja, das ist auch genau richtig. Also ihr Unterbrochen. seht hier bei 15 Supply baut er den Pool. Und wenn man Pool First spielt, sollte man 15 Pool spielen, denke ich, ne? Ja. Da gibt es Also eigentlich nichts, was man sonst 14 Pool, ja. Das kann man in anderen Matchups spielen, wenn man noch ein bisschen früher die Zerklinge draußen haben will, aber. Gegen Terran bringt das kaum was. Man könnte jetzt Genau. sagen, im DVZ zum Beispiel, um eine Queen zu snipen oder um noch besser gegen Kenrush irgendwie vorzugehen, wenn da wirklich ein super Cheese kommt. Ansonsten ist 14 Pool ziemlich ausgestorben ohne Gas. Also ansonsten gibt es nur Cheese-Openings eigentlich mit dem 14 Pool. Wo man dann halt erst das Gas nimmt und dann 14 Pool. Und der andere Cheese, der noch beliebt ist, ist nicht Turex, sondern halt Reaper. Also mit Reapern, also die Rex oder zwei Rex. Ich glaube, man spielt nur mit einer Rex, ne? Also eine Barrack Proxy, irgendwo, wie wir gerade gezeigt haben auf der Map. Man kann es auch mit zwei Man Racks kann es auch spielen. mit zwei Rex spielen, das ist dann super All-In. Ich glaube, mit einer Rex ist es gar nicht All-In. Ich habe nämlich gerade ein Replay mir angeguckt von Live gegen Innovation von der GSL. Da hat es Innovation, also ein Terra, gemacht und den Bunker auch Daumen bekommen. Der baut dann auch einen Bunker. Meistens baut er dann nicht hier bei der Natural den Bunker. Der will also nicht also Dreck gewinnen unbedingt mit dem Spiel, sondern halt viel Schaden machen damit. Ja, Und der, er da muss des, Schaden machen. genau, und er muss Schaden damit machen. Er baut ja hier seine Racks und so weiter. Und meistens baut er dann hier die Bunker. Blink mal. Wie kann man blinken? Auf der Minimap. Wie geht denn das? Alt G. Okay. Okay, ja, hier, siehst, oder würde ich sagen, so an der Rampe Da baut man wird die aufgebaut, ja. Bunker. Oder hier auch. Oder hier, ne? Da geht es dann mehr darum, dass man halt Drohnen killen will. Viele Drohnen killen will und so viele Drohnen killen will, dass man, obwohl man Proxy baut alles, obwohl man Bunker baut, obwohl man zwei Worker nach vorne zieht,
meistens zumindest, dass man trotzdem danach dann vorne ist. Weil man so viel Worker killt. Ist ein gutes Opening übrigens, diese Proxy Reaper Openings. Ja. Mit Turex ist es eigentlich immer ein All-In. Nicht immer. Es gibt Situationen, in der er genau so viel Schaden macht und man es genau so abwehrt, gerade als Zerg, dass man dann viele Drohnen verloren hat, zum Beispiel, und wir dann gleich auf sind. Also nicht jedes All-In bedeutet immer auch, dass das Spiel danach vorbei ist. Es gibt viele oftmals auch die Situation, wo man dann genau gleich auf ist oder der eine nur einen knappen Vorteil hat und dann das Spiel losgeht eigentlich erst. Ja? Also ein Turex ist zwar eigentlich ein All-In, muss aber nicht immer dann das Spiel enden. Während dieses Reaper, ja, da sollte eigentlich nicht direkt das Spiel mit enden. Es sei denn, doch, also es sei denn, die Reaper töten so viel, das passiert uns ja auch ganz gern mal, dass die Reaper so viel Drohnen töten, dass man dann halt verloren hat schon direkt. Ja, und was ich noch hinzufügen möchte, ist bei dem Hedge First, man kann alles eigentlich damit defenden. Es sei denn, man spielt nach Hedge First noch Gas vor Pool, dann wird es richtig schwierig. Aber mit dem Hedge First, mit dem richtigen Control, kann man theoretisch alles aufhalten. Und selbst mit dem Pool First muss man sagen, es wird leichter, das Ganze zu defenden, aber es ist noch kein Freewin. Man kann es immer noch versauen quasi. Ja, ja, und so ein Turex ist auch, ja, man hat halt nicht so viele Larven dann und kann dann nicht so viele Linge bauen, wenn erstmal der Turex läuft. Also wenn da zum Beispiel ein Bunker steht, da kann auch ein Pool First im Endeffekt vom Nachteil sein. Genau, zum Beispiel, man hat auch den Creepspad unten später, man kann da später erst ins Bein hinsetzen. Genau, man hat nicht direkt zwei Queens, sondern baut halt erst die eine Queen, dann noch eine Queen. Also, ja. Deswegen, generell würde ich empfehlen, jedem Zerg Hedge First zu spielen, in jedem Game, ohne zu scouten. Ich denke, das ist der Standard im ZVT. Natürlich, wenn ihr sagt, hier in Diamond oder in Gold oder so, da Turexen die dauernd oder machen irgendwelche komischen cheesy All-Ins, es ist absolut auch nicht schlecht, Pool First zu spielen. Also man darf nicht überschätzen, man denkt jetzt, man hätte einen riesigen Eco-Vorteil, wenn man Hedge First geht, das ist gar nicht so viel. Dadurch, dass man früher injecten kann, hat man schneller Larven, das so, ich glaube, das sind ein paar Drohnen dann, so nach 2-3 Minuten, wenn jeder gegenüber einer Hedge First ein Hedge-First-Bild, die man hinten ist. Vielleicht 2-3 Drohnen. Ja, vor allem, wenn man sich auch unsicher ist gegen diese Builds, wenn man die oft bekommt und man ist sich da unsicher, dann kann man ruhig einen Pool-First wählen für den Start. Und man muss auch dazu sagen, diese Spieler, die dann oft Turexen, die üben das halt. Die machen das öfters. Das heißt, im Vergleich, die Turex ist stärker als deren Makro-Game. Heißt sicher erstmal überleben am Anfang und dann holt man sich nachher die Vorteile. Genau, das ist auch typisch was. Wenn man halt weiß, man ist nicht so stark gegen Cheese, dann spielt man halt einfach ein bisschen safer. Wenn man weiß, meine Stärken sind eher jetzt im Makro-Game, dann versucht man wirklich bis dahin auch dann zu kommen. Weil da kann man dann viel mehr rausholen als hier am Anfang. Und das, wenn ich ja gerade sagte, hier geht es um ein paar Drohnen, die man mehr oder weniger hat, das ist wirklich nicht so wichtig, dann ist es absolut auch ein gutes Opening. Trotz dessen würde ich empfehlen, Hedge First zu spielen auf Dauer und darauf die Builds auszulegen. In anderen Matchups finde ich ja immer Pool First besser, aber im ZVT ist es okay, denke ich. Okay, also, aber hier, er spielt 15 Pool. Und dann gucken wir jetzt mal, was er dann weitermacht. Ich würde sagen, wenn man 15 Pool spielt, spielt man dann 15 Hedge hinterher oder 16 Hedge, ne? Denke ich bei, das nimmt sich nicht viel. Ja. Ich glaube. Wir ziehen das Gleiche raus. Ja, genau. Und er ist jetzt bei 16 Supply. Spiel unterbrochen. So, und jetzt ist schon hier meiner Meinung nach der erste kleine Fehler. Du musst die Drohne jetzt schon früher runterschicken müssen. Ich meine, bei 300 willst du die zweite Hedge bauen hier. Und du hast jetzt 225. Das muss dann schnell laufen jetzt. Das muss jetzt passen. Immer noch kein. Jetzt schickt er die Drohne. Genau, die muss bei 200 verlassen. Ihr könnt euch immer merken, so bei 200. Bis die Drohne unten ist, sind ungefähr 100 Minerals am Anfang gemeint. Ja, also ein bisschen früher. Jetzt sieht man, kommt die Hedge halt ein paar Sekunden zu spät. Und das ist ein bisschen, gerade wenn man Pool First spielt, will man das dann auch wirklich optimiert spielen. Also hier einfach bei 100 Minerals vorher runterschicken, hast du 5 Sekunden früher die Hedge. Ansonsten ist es aber auch kein großer Fehler oder so. Jetzt muss man weiter gucken. Ich guck mal bei der Produktion. Jetzt kann man genau die BO sich noch angucken. Und jetzt würde ich halt empfehlen, auf jeden Fall einen Overlord noch zu bauen. Vorher. Spiel fortgesetzt. Genau, man hat ja schon weniger Drohnen. Jetzt rusht er auch noch zusätzlich aufs Gas.
Genau. Das ist halt nochmal zusätzlich Eco. Ich muss die Drohne in den Extraktor morphen. Da habe ich eine Drohne weniger und dann gehe ich auch noch früher mit 3 Drohnen ans Gas. Das heißt, ich habe wenig Mineralien. Und gerade beim Pool First würde ich sagen, eher ein bisschen später, also nach dem Overlord und nach der Queen erstes Gas nehmen. Genau, und den Overlord, also das ist auch meiner Meinung nach ein ganz kleiner BO-Fehler, den Overlord. Ich meine, im Matchup jetzt gegen Terra ist es nicht so wichtig. In anderen Matchups schon, dass man halt den Overlord jetzt schon baut. Denn zum Beispiel, wenn er jetzt schießt, bist du Supply blockt. Also du hast jetzt nur noch drei Supply und willst ja jetzt eine Queen auch bauen. Und dann kannst du eigentlich jetzt nur einen Ling raushauen. Ne? Die Queen kostet 2 Supply, dann sind aber 17, noch ein Ling sind 18 und dann bist du Supply blockt. Wenn jetzt hier ein Rush kommt, verlierst du, weil du den Overlord meiner Meinung nach nicht gebaut hast. Der muss direkt, also wenn man spielt 15 Pool, 15 Hedge oder 16 Hedge und dann direkt den Overlord hinterher. Das ist genau, gegen Cheese wichtig. Man kann ja nochmal sagen, jetzt wir haben eben über 2-Rexes gesprochen und hier die Standard-Rexes, die wird bei 2 Minuten und 45 fertig. Wir sind momentan bei 2 Minuten 59. Momentan würde es nicht gescoutet werden, wenn da jetzt ein Bunker kommt. Und im Endeffekt, glaube ich, Afro würde verlieren am 2-Rex gerade. Genau, denke ich auch. Und dann... Die Overlords sind relativ gut geschickt worden, finde ich, aber hier wurde nichts hingeschickt. Da hätten 2 2-Rexes stehen können und die Natural würde sterben. Und dann, das ist dann jetzt blöd vom Opening. Ich meine, du spielst safe, aber machst die BO dann nicht richtig, um dann safe zu sein. Weißt du? Und dann kannst du gleich Hedge First gehen. Was man noch eine ganz Kleinigkeit, also den ersten Overlord, den schickt man immer hier an die Rampe vom Terra, damit man sieht, was er für ein Opening spielt. Es gibt halt, wenn wir jetzt im Standard, beim Standard-Opening bleiben eigentlich nur 2. Entweder geht auf Reaper oder nicht. Ja, und wenn man nicht Reaper geht, dann kann er Command Center First spielen oder halt einfach Marines bauen hier. Was ich immer mache noch, gerade jetzt nochmal zu diesen Proxy-Cheese, der erste Overlord ist klar hier rüber, den zweiten Overlord, ich glaube, du machst es auch, Anlesch, den schicken wir, also ich würde den jetzt hier rüber schicken, den zweiten Overlord. Er hat den ja hier einfach rechts rüber geschickt. Ich würde ihn aus meiner Sicht links rüber schicken, zu meiner Hedge, dann hier hin. Und dann hier hinten hin. Kannst du eigentlich sehen? Ah, warte mal, Alt-G. Nee, also ich würde... Du musst auf deine Vision gehen. So, warte mal, Alt-G. So, so, so. Da lang würde ich meinen Overlord schicken, den zweiten. Man muss dazu sagen, der Vorteil ist, man sieht dann relativ früh die Gase, nimmt man ein zweites Gas, also nimmt er ein zweites Gas, das ist wichtig für später erstmal. Der Nachteil ist, ich mache es momentan so, weil ich gerne gegen 2-Rex sterbe, dass ich den einfach bei der Natural lasse, um zu sehen, geht er am Bunker hoch oder nicht. Ja, das ist die Alternative. Das kann man auch machen, dass man ihn erstmal lässt, genau. Da muss man nämlich keine Drohne runter schicken, denn die Sicht von Gebäuden, wenn sie bauen, 1 ist die oder was? 2? Also nicht weit geht die, hier, bis hier. Das heißt also, wenn der hier, ich ping's mal nochmal auf der Minimap, hier direkt einen Bunker baut, würde man das jetzt nicht sehen und würde einfach sterben dann. Ja. Weil wenn da 2 Bunker hier stehen oder sogar hier 3 Bunker an der Ramp, ist man halt einfach tot. Also, und das sieht man halt besser, wenn man da mit dem Overlord links rüber fliegt. Und das geht bei fast allen Maps, dass man über seine Natural fliegt, dann hier noch die Position abcheckt. Und dann hier hinten hinschickt. Und diesen Overlord benutzt man dann halt auch meistens, um dann, nicht immer, aber kann man benutzen, um dann reinzufliegen, um zu scouten, um zu sehen, was der Terra macht dann später. Ja. Kann man sich dann sozusagen merken. Den kann man auch auf einen Hotkey legen, den zweiten Overlord. Den ersten sollte man sowieso auf einen Hotkey machen. Hat er ja hier auch auf 2. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo er den ersten Overlord hingeschickt hat. Das Problem ist, wenn er den jetzt nicht nach links schickt, dann hat er 2 Overlords an der rechten Seite quasi im Endeffekt, genau, den er nicht gut scouten kann. Genau. Da ist keiner, der irgendwie in die Main reinfliegen kann. Das heißt, später musst du quasi raten, was der Gegner macht, wenn er es dir nicht verrät oder du mit dem Link in die Hauptbasis von Gegner kommst. Ja gut, du kannst sagen, mit dem ersten fliegst du halt hier hin, aber den kannst du auch verlieren hin und wieder, den ersten Overlord. Es hilft auch, was ich gesehen habe bei vielen Maps, hier ist es nicht so einfach, aber dass man sozusagen sich noch so Rettungspunkte für einen Overlord anguckt, wohin man gehen kann, falls er jetzt nicht Reaper spielt, weil ich glaube, das geht uns beiden so, da verlieren wir gerne mal den Overlord, oder? Ja, auf manchen Maps ist es wirklich schwierig. Auch auf dieser Map, man kann, glaube ich, nur hier oben rechts
retten. Oder halt hier unten links. Wenn man jetzt sieht, da kommt ein Marine raus. Der erste Marine kommt immer, wenn die kein Reaper-Opening machen, kommt der erste Marine bei 3.10 raus. Heißt, wenn man da schon einen Marine sieht, der Overlord hat eine größere Sicht als der Marine. Und wenn der so ganz knapp den Marine sieht, kann man den noch rechtzeitig retten. Ist aber ein bisschen tricky immer. Ja, und je nachdem, wie gut der Terran die Overlord-Position kennt, ist er da drin besser oder schlechter. Und weil Man verliert dann oft einen Overlord, aber ich bin der Meinung, das ist kein großes Ding, weil auf der anderen Seite muss man keine Linge bauen. Und das heißt, normalerweise baut man zwei Paar Linge gegen Reaper und so baut man halt einen Overlord. Hat aber später leider keine Vision mehr. Und ja, also nochmal für ganz Anfänger, der Reaper, der kann halt nicht auf Lufteinheiten schießen. Das seht ihr, der Overlord ist ja eine Air-Einheit. Während Marines schon. Und deswegen ist es immer so eine Sache mit dem ersten Overlord, will man das hier sehen. Man will auch sehen möglichst, was sein Follow-up ist, wie viel Reaper er baut und sowas. Und wenn er dann Marines baut, kann er ihn killen, ja. Ja gut, machen wir mal weiter. Gucken wir mal ein bisschen weiter auf den Zerg. Du gehst also jetzt, holst jetzt das Gas. Ist okay, würde ich sagen. Vielleicht, was ich überlege, wenn es mir gerade mal so einfällt, was man machen könnte, dass man erst sich das Gas holt, wenn man sieht, dass er Reaper spielt, aber ob es dann nicht schon wieder auch wieder zu spät ist. Weißt du, wie ich meine? Dass man halt, wenn du dann sehen würdest, der spielt jetzt keinen Reaper, dann bräuchtest du nämlich nicht unbedingt direkt das Gas, könntest du damit noch ein bisschen warten, aber... Ja, man muss halt rechnen für einen Extractor bauen, 100 Gas meinen und Speed andrücken, braucht man ungefähr 3 Minuten. Das heißt, wenn er es jetzt hat, ist es bei 6.15 und ich meine, wenn er direkt auf Hellions geht, hat er bei 6.30 4 Hellions vor deiner Basis. Von daher wird es halt knapp. Ich hätte das Gas trotzdem einfach ein bisschen später gebaut, nach dem Overlord und nach der Queen. Und nochmal direkt zu dem Spiel jetzt, das ist ein absoluter Fehler, ein paar Zäglinge bauen ohne einen Overlord. Jetzt ist er Supply Blocked. War für längere Zeit. Ja, genau. Achso, warte mal. Ein Produktion. Jetzt baut er erst den Overlord. Ja, genau. Das ist auch meiner Meinung nach ein Fehler in der BO. Das ist halt eine kleine Sache, die kannst du fixen. Den Overlord einfach bauen, nachdem du deine Hedge gesetzt hast. Nix, keine Drohne oder sowas. Dann direkt den Overlord bei 14 oder 15 Supply. Und die beiden Linge sind jetzt aber Standard. Hier wichtig, direkt injecten, ist richtig. Und jetzt auch noch was, hat man jetzt auch gesehen, jetzt hast du, ja gut, die 2 Sekunden, wo du länger gebraucht hast für die Queen, ist jetzt nicht so schlimm, aber sollte man da wirklich gucken, dass man dann am Anfang auch die Queens direkt durchproduziert. Und ja, man baut dann jetzt die zweite Queen, wenn man Pool First spielt, schickt die Queen runter und dann hat man fast direkt, wenn der Inject fertig ist, die zweite Queen wieder und kann neue injecten. Oder? Richtig. Das ist alles ziemlich Standard. Das ist auch, also das, was wir hier gerade sehen, ist eigentlich relevant für andere Matchups. Weil da spielt man nämlich genau diese BO hier, die Afro hier spielt, gegen Zerg oder gegen Protoss. Bei Protoss lässt man das Gas halt noch weg, kann man mal weglassen. Und ja, aber es geht auch gegen Terra. Ein weiterer Nachteil von dem Pool First ist auch noch, dass die Injects quasi nicht synchronisiert sind. Man muss zweimal zu den Hedges gehen. Und wenn man Hedge First gespielt hat, kann man einfach sagen, okay, ich brauche meine Injects, jetzt drücke ich beide. Die Sache ist erledigt für die nächsten 40 Sekunden. Und so ist sie nicht erledigt. So, jetzt suche ich gerade den Reaper. Hat er den abgebrochen? Der Terra? Ich habe nicht auf den Zeichen geachtet. Hier ist er. Der ist nämlich ganz wichtig. Und das weiß ich nicht, was er jetzt macht. Der Terra, der schickt jetzt hier seinen Reaper zurück. Das geht nicht klar, meiner Meinung nach. Er muss ihn zurückschicken. Er hat einen Ling-Run-By quasi gemacht. Also ihn gezwungen. Er kann da unten ja nichts machen. Er hat keine Einheiten draußen. Er wollte auf den Reaktor gehen, auf den frühen Reaktor. Das liegt ein bisschen am Pool First. Das ist ein Vorteil noch vom Pool First, dass man quasi Linge vorbeischleusen kann, also vorbeisneaken kann an dem Reaper und dann auf den SCV gehen von dem Command-Sender. Und er muss ihn zurückschicken. Er kann das hier nicht einfach mit SCVs verteidigen. Der Reaktor ist erst zur Hälfte durch. Das heißt, er braucht nur ungefähr 30 Sekunden, bis der fertig ist. Und so lange kriegt er keine Einheiten. Und deswegen muss der Reaper zurück. Auf der anderen Seite hat er confirmed, dass es, ob da überhaupt eine Natural ist. Nee, er weiß quasi noch nichts. Und das ist ärgerlich. Der hat auch den Reaper ziemlich falsch geschickt, muss man auch sagen. Der müsste direkt in die Main, um halt Informationen zu kriegen. Hat er nicht gemacht. Und ja.
Das Standard-Play ist halt, dass der Reaper hier in die Main fliegt. Der kann halt hier über diese Abgründe oder wie nennt man das hier nennen, diese Ja, Chokes hier, Cliffs. Cliffs hochspringen. Das kann nur er, der Reaper. Geht dann hier in die Main und probiert halt Drohnen zu killen und gleichzeitig zu scouten. Jetzt haben wir natürlich hier die Besonderheit, dass er die Linge da früh hat. Und dass der Terra Fortgesetzt. halt jetzt ganz schnell auf Helions gehen will, indem er hier einen Reaktor baut. Also den Reaktor hier bei der Rex, den benutzt er nicht, um mehr Marines oder Reaper rauszuhauen, sondern die synchronisiert er mit der Fabrik und die Fabrik fährt dann hier hin und dann kann er halt zwei Helions auf einmal produzieren. Was halt, ja, sehr wichtig ist. Also man kann zum Beispiel in der Situation, was ich jetzt nicht schlecht finden würde, wenn ich jetzt scouten würde, was wichtig ist, Spiel dass er das jetzt fortgesetzt. macht, meiner Meinung nach, dass er mal kurz hier mit, zumindest mit einem Ling hochgeht und mal checkt, was hier an der Choke ist. Fan hätte ich besser gefunden. Jetzt hast du nämlich, weißt du nicht, was los ist. Hier jetzt aus der Sicht Spiel von Zerg, unterbrochen. keine Ahnung, was los ist hier. Genau. Die Mission von den Lingen war eigentlich erfüllt. Die Linge haben das quasi zum Abbruch gebracht, beziehungsweise er kann sein Command Center nicht weiterbauen. Und da kann man die direkt hochschicken, nachdem man den SEV gecancelt hat. Man kann zum Beispiel auch, das ist aber eher cheesy, in 14 Pool spielen, 6 Linge nach vorne schicken und dann kriegt man, wenn man an den Reaper vorbeikommt, wenn der Terran quasi schläft, dann kann man die CC canceln. Aber mit 2 Lingen funktioniert das nicht. Genau, du wirst, das ist was, du wirst diesen Command Center eh nicht canceln können. Also lass es lieber gleich, die anzugreifen, dann bringt er nichts. Guck lieber, was er hier oben macht, weil das ist wirklich wichtig, dass man es hier sieht. Es ist nämlich, das ist zwar hier, was der Terra jetzt macht, ziemlich Standard, aber es machen nicht alle so. Also es gibt auch noch andere Follow-ups, zum Beispiel noch eine Barracks bauen oder noch ein Command Center direkt hier. Wenn man das zum Beispiel scouten würde, man kann auch spielen. Rex, Command Center und noch ein Command Center, oder? Das ist so das Greedigste, was es gibt. Ja, richtig, ohne Gas komplett, Bomber-Style. Genau, ohne Gas. Und dann, das hättest du jetzt vielleicht gesehen. Also, du hättest auf jeden Fall mehr Infos gehabt. Weil wenn du siehst, dass der so schnell hier Helions baut, dann, ja, weißt du, da kommen Spiel gleich eine Menge fortgesetzt. Helions. Und das, was der Terra hier macht, ist relativ Standard, sieht man ganz häufig. Also, Rex, Fabrik und dann Raumhafen. Genau, wahrscheinlich kommt jetzt bei der Barracks noch ein Tech Lab. Und das wird dann mit dem Raumhafen geswappt, sodass er dann Banshees bauen kann. Genau. Das verrät dann auch das Doppelgas. Jetzt, wir haben vorher über die Overlord-Position gesprochen. Jetzt der eine ist in Position. Und wenn man da jetzt ranfliegt, kann man durch die Gas-Timings halt sehen, was er machen kann und was er nicht machen kann. Genau. Beziehungsweise er kann zum Beispiel auch nicht durch Doppelgas eine frühe dritte CC haben. Das funktioniert nicht. Da kommt dann alles andere viel zu spät. Seine Eco ist dann nicht so gut und er kann dann nicht wirklich Tech Rushen, wenn er das macht. Genau, also hier mit dem Overlord ein bisschen hier hinfliegen und dann kann man, besonders auf der Map ist es super, weil man dann halt hier sehen kann, wie viel Gas er nimmt. Und jetzt würde man zum Beispiel sehen, dass er schon zwei Gas hat. Da würde ich zum Beispiel jetzt denken, Banshees. Wenn ich jetzt in dem Spiel wäre, hier hinfliege mit dem Overlord zwei Gas sehe, dann würde ich schon mal denken, Banshees und viele Helions, weil ich hätte das hier oben noch gecheckt. Und würde jetzt auch mal ganz allgemein ausgehen davon, dass, oder würde erstmal jetzt vermuten, dass das Spiel sich auch in Mech entwickeln würde. Das ist so typisch, dass man die zwei Gas so früh nimmt, weil wenn man Mech spielt, braucht man viel Gas. Ist nicht sicher, dass er Mech spielt, der Terra, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest höher. Oder? Stimmst du mir dazu? Ja. Muss Nicht nicht, unbedingt, also man kann ja. mit jedem Bio-Opening eigentlich Cloak Banshee spielen oder Hellbat-Pushes. Also Mech-Indikator ist es meiner Meinung nach nicht an dieser Stelle. Ja, hast das recht. Nicht sicher, aber es ist schon, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Also ich würde zumindest mehr damit rechnen jetzt, bei so viel Gas schon und so früh. Ich weiß nicht, ob man, ich kenne nicht den Terra, die Terra BOs gut genug, ob man wirklich so früh schon beide Gas nimmt. Aber naja. Das sehen wir ja gleich am Gas von Terran. Spiel Mal schauen, fortgesetzt. ob es aufgeht. Dann Spiel kurz unterbrochen. zum Zerg. Also wie man sieht, die Queen, die vorne jetzt an der Natural steht, ich bin jetzt hier bei der Natural, die hat zu viel Energie. Also da ist jetzt zu spät die Injects gesetzt. Und das ist wirklich was,
was ihr nicht verkacken solltet, meiner Meinung nach. Die Injects ganz am Anfang sind ganz wichtig für den Zerg. Nicht nur das, dass die Injects sitzen, am Anfang wirklich, später ist es alles nicht mehr so wichtig. Aber am Anfang ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass sie sitzen. Und einerseits will man die Injects, müssen die passen, und man will immer, wenn man Larven hat, ganz am Anfang ist das wirklich extrem wichtig, und Minerals hat, müssen diese Larven weg. Direkt. Denn, das kann ich auch nochmal sagen, wenn eine Hatch mehr als 3 oder mehr Larven hat, produziert sie selber keine Larven mehr. Und wir wollen am Anfang im Spiel so viel Larven wie möglich haben. Das ist unsere Produktion. Das ist wie, was du hier, dass du hier den Injects verpasst, ist wie, wenn du keinen Reaktor gebaut hättest. Also du kannst dadurch halt einfach viel mehr raushauen. Und bist dadurch meiner Meinung nach jetzt schon klar hin. Ich habe das letztens mal ausgerechnet. Die natürliche Lava-Produktion ist fast 50% so wichtig wie die Injects. Also die gibt fast 50% so viel Larven wie die Injects, wenn man sie perfekt trifft. Ja. Deswegen hört man auch, oder wenn wir spielen oder bei Pros hört man immer dieses Ding, dass man halt, also man hört immer diesen Soundeffekt, dass man Einheiten produzieren will. Müsst ihr mal drauf achten. Das macht man halt die ganze Zeit, weil man immer wieder, sobald die Larve raus ist, will man direkt damit auch wieder eine Unit produzieren. Auch, es ist nicht nur das, dass man dann die eigenen Larvenproduktion der Hatch am Laufen hält, sondern, ich meine, man hat dann auch immer ein paar Sekunden früher den nächsten Worker und dann mit dem kann man wieder einen neuen Worker bauen und so weiter. Ne? Also das ist relativ wichtig. Man kann sich da also ich mache das halt einfach, egal, wenn irgendwas ist, wenn ich gerade irgendwie nicht was machen muss, mache ich immer, nehme ich meine Hatches und produziere dabei. Also das ist wirklich ein guter Tipp. Einfach immer, bei mir ist es jetzt zum Beispiel 5 und Q, also 5 für meine Hatches und Q für Drohnen produzieren. Das mache ich halt, hier gucke ich irgendwo hin und dabei mache ich das die ganze Zeit. Man muss ja dazu nicht auf die Hatch gucken. Man kann ja dabei das immer machen, auch bei anderen Sachen, dass man im Hintergrund immer produziert. Das sieht wie eine Kleinigkeit aus, aber im Endeffekt hat man dann bei 7 Minuten 3, 4 Drohnen weniger. In jedem Spiel, wenn man sich das nicht abgewöhnt. Ich wollte nochmal auf die Mainbase, was der Zerg hier macht. Das geht eigentlich im CVT nicht, was der Zerg macht, weil er hat 100 Gas gemeint, hat Speed angedrückt. Das ist richtig soweit. Danach zieht man eigentlich ab und zudem möchte man an der Natural eine Queen bauen. Er hat schon 180 Gas jetzt auf dem Konto und fängt damit nichts an. Also das ist wie Overmints. Und wenn man zu viel Gas hat, dann ist es so, als in Mineralien umgerechnet, das wären halt noch mehr Mineralien. Quasi hat er jetzt 500, 600 Mineralien zu viel an der Stelle. Ja, genau. Also das muss man auch sagen. Erstens nimmt er sich jetzt hier das zweite Gas und zweitens hast du jetzt schon viel zu viel Gas. Wofür ich immer so den Gas-Count benutze, der ist für mich so das Ding wie Techig, oder? Also wie, was ist mein Tech? Das bestimmt das Gas, nicht die Minerals. Und anhand dem orientiere ich mich auch. Ich baue zum Beispiel, wenn ich 100 Gas habe, direkt hier Linkspeed. Daran orientiere ich mich. Wenn ich meine ersten 100 Gas fertig habe, weiß ich jetzt Linkspeed. Dann weiß ich, ich ziehe 2 Drohnen ab. Das ist Standard. Man kann eine abziehen, 2 abziehen. Man kann es auch drin lassen, aber da muss man auch was auch vorhaben mit dem Gas. Und du lässt die Drohnen drin, hast das Gas angedrückt und hast jetzt 176 Gas und weißt überhaupt nicht, was du damit machst und baust jetzt dann trotzdem noch einen Extraktor. Du musst das Gas immer direkt für was ausgeben. Du musst das Gas, was du meinst, muss einen Sinn haben. Damit musst du tacken. Entweder hier Linkspeed oder irgendwie sowas. Aber jetzt hast du ja schon 176 Gas, hast kein Layer angedrückt. Das Einzige, was mir einfällt, was man gerade, wo man Gas ausgeben könnte, wäre Layer zu bauen für 100 Gas und baust jetzt trotzdem noch einen zweiten Extractor. Das geht nicht. Also das sind zwei Sachen. Wenn du die fixst, hast du ein viel besseres Early Game. Dein Gas Management zu verbessern und deine Injects. Genau, und die zweite Queen ist dafür noch so extrem wichtig, wegen, wir haben hier gesehen, er baut eine recht frühe Factory mit einem Reaktor und dann baut er Hellions. Hellions werden in diesem Matchup genutzt, um zu scouten, was macht der Zerg, um ihn zurückzuhalten und unter anderem auch um den Creep einzudämmen. Wenn der Zerg viel Creep hat, also Creep ist generell dafür da, dass die Einheiten halt schneller laufen und gibt auch viel Vision. Wenn der Zerg hier quasi freie Bahn hat, ist die Map in, was weiß ich, 12, 13 Minuten voller Creep. Deswegen werden Hellions gebaut und wie gesagt auch zum Scouten. Und hier ist aber kein Creep-Spread. Und der Creep-Spread ist ein Problem, wenn der
Terraner jetzt ankommt mit den Hellions und den Banshees und versucht den Zerg zu bedrohen, zu harassen. Und der Zerg möchte auch bald expandieren. Der möchte eine dritte Basis haben. In dem Matchup möchte man immer eine Basis mehr haben als der Terraner. Das ist aber nicht möglich ohne diesen Creep Spread. Genau. Und also, des Weiteren ist die Queen auch wichtig jetzt für den Banshee Harass, der jetzt, können wir es ja auch sehen, jetzt kommt er auch. Und auch gegen die Helions. Also auch genau. Da braucht man die Queen. Also hier auch unbedingt noch eine Queen produzieren. Man kann sogar, wenn man wirklich sehr paranoid ist, sogar noch zwei Queens gleich produzieren, meiner Meinung nach. Geht. Ist jetzt nicht so ganz dann optimiert. Aber auch da, wenn man merkt, oh, gegen Banshees sterbe ich immer oder gegen Mass Hellions oder so, dann kann man auch ruhig mal noch eine Queen hier produzieren. Aber lieber, mindestens eine auf jeden Fall. Lieber vier Queens als zwei Queens. Ganz genau. Und da ist es auch nicht so wichtig, dass man da jede Ecke abschneidet, um noch mehr Worker zu haben und so. Gerade wenn es jetzt noch nicht irgendwie Top Master ist. Selbst auf unserem Niveau wäre das überhaupt kein Problem, wenn wir vier Queens produzieren würden immer direkt statt drei. Aber drei müssen es mindestens sein für den Creep Spread. Auch hier wieder hast du auch zu viel Energie auf der Queen. Also für den Creep Spread und auch für die Defense ganz, ganz, ganz wichtig. Sonst kommst du nicht hier an die dritte mehr ran so schnell. Und auch da nochmal, das sind auch für mich die Energie auf den Queens. Das ist für mich wie so ein roter Punkt auf meinem Bildschirm. Die darf nicht hoch sein. Die darf im Early Game nicht hoch sein. Damit musst du was machen. Creep Spread und Inject sind so wichtig am Anfang. Das unterschätzt man. Ich würde behaupten, dass es fast der größte Fehler bisher ist, dass du nicht direkt injected hast. Auf Dauer, weil das sich so snowballt. Ja. So, jetzt zweites Gas. Du siehst eigentlich nichts. Ich habe das im Kopf, bei 6 Minuten nimmt man eigentlich eine dritte und bei 6 Minuten ist auch die Natural komplett saturiert. Da sollten jetzt 16 Drohnen dran sein. Das sind diese Folgefehler. Genau. Und vom Gas hast du immer noch nichts. Jetzt sind wir bei 220 Gas. Genau, hier siehst du wieder, das Gas bringt nichts. Und da siehst du jetzt, wenn du das sogar weißt, ich meine, das sind 6 Drohnen, die du jetzt schon weniger hast gegenüber uns. Da kannst du gar nicht mehr gewinnen eigentlich gegen guten Spieler jetzt. Genau, und die Hedge fehlt, die wäre schon gebaut und die dritte Queen wäre da. Hier, die wäre am Bauen, genau. Ich meine, das sind die 300 Mineralien, die er auch nicht auf der Bank hat gerade. Ja, hier sieht man jetzt Kleinigkeit, wenn du Linkspeed hast und siehst einen Reaper, den musst du unbedingt töten. Also, Spiel fortgesetzt. Schön hinterherrennen. Schön jetzt suchen mit den Lingen. Du hast ja schon Speed. Ja, machst du jetzt auch. Eigentlich darf der Terra halt den Reaper hier auf keinen Fall verlieren. Macht er aber. Und spätestens jetzt, wenn der Reaper tot ist, wäre mein erster Gedanke die dritte hier bauen. Weil jetzt hast du ja erstmal nichts mehr zu befürchten, dass mir dir irgendwie die dritte abgerissen wird. Spätestens jetzt muss in deinem Kopf kommen, dritte bauen. Kommt's auch. Seht ihr? Direkt drüber geschickt jetzt auch. Hätte man aber ruhig auch schon vorher machen können. Das ist auf jeden Fall sehr gut, dass er jetzt direkt die dritte nimmt. Den Gedankengang muss man immer haben. Ja, das passt. Jetzt kommt auch die dritte Queen. Ah ja, gut. Die hast du auch. Ja, da musst du halt nur ein bisschen an den Timings arbeiten. Hier seht ihr wieder jetzt Inject. Inject, Inject, Inject. Ganz wichtig am Anfang. Kommt jetzt auch da wieder ein paar Sekunden vergeudet und jetzt auch der Creep Spread auch da früher einfach ein bisschen schneller alles auf die Reihe kriegen halt. Das genau, ist aber jetzt schwierig, weil ja, sorry. Ich mach mal Pause. Wegen den vier Hellions zum Beispiel. Der Terran macht das relativ safe. Der hat gesehen, Linkspeed ist da und er könnte die Wall schon fertig haben und wäre quasi auf dem Weg mit den Hellions nach vorne. Die könnten schon vor der Zerg Base sein. In diesem Moment hat der Zerg schon ein bisschen mehr Probleme, den Creep zu spreaden. Das heißt, du wirst abgelenkt von den Hellions, der versucht immer die Creep-Tumore zu snipen. Die Lingen bekommen diesen Boost-Net durch den Creep-Spread. Das macht jetzt das Leben ein bisschen schwieriger an dieser Stelle. Deswegen ist es so wichtig, dass der 2 Minuten eher kommt, der Creep-Spread schon. Ja. Ja, der. Ich weiß nicht, wieso der Terra nicht direkt rausfährt. Sollte er auf jeden Fall machen. Er hätte seinen Reaper nicht verlieren dürfen. Und meiner Meinung nach jetzt schneller raus, denn der Terra will ja auch dir dann möglichst schnell Creep denyen und will auch, was man als Terra halt immer machen will gegen Zerg, dass der Zerg Einheiten baut, dass man den Zerg nicht drohen lässt die ganze Zeit. Weil wenn man die ganze Zeit injectet
und mit Hedge First spielt und gutes Makro hat, dann hat man als Zerg so schnell so viele Drohnen. Deswegen will man halt jetzt auch ein bisschen Action machen. Das macht der Terra jetzt nicht so gut. Was auf jeden Fall gut ist noch von dem Zerg, er hat einen Overlord reingeschickt und er sieht jetzt den Starport mit dem Tech Lab und das Tech Lab arbeitet auch. Da sieht man, das dreht sich dann so ein bisschen und genau, hier. Ist schön bunt. Und das heißt, da kommen definitiv die Banshees, das sind Flugeinheiten, die können auf den Boden schießen und die können sich für, solange sie Energie haben, unsichtbar machen. Ja, wenn das hier dreht sich. Also das Erste, was man sieht, wenn man hier das Starport mit Tech Lab sieht, Banshees. Wenn man jetzt noch sieht, dass sich das hier dreht, dann weiß man Cloaked Banshees, ganz sicher. Und was ist jetzt die Reaktion darauf? Also, ich kann ja erstmal sagen, was ich machen würde. Ja, das ist genau richtig. Du kannst ruhig noch ein bisschen warten mit dem Spornkrabbler. Du hast ja gerade gesehen, das ist noch in der Produktion. Ist aber nicht schlecht, direkt auch die zu bauen. Dann würde ich einen Overlord, einen Overseer morphen. Und was ich noch machen würde, hart drohen. Denn der Terra investiert ja doch ganz schön viel in so ein in die Cloaked Banshees. Und ja, Queens durchproduzieren, also mehr Queensets noch bauen, meiner Meinung nach. Jetzt kann man auf 4, 5 Queens gehen, wenn man Banshees sieht, einen Overseer machen. Die beiden Spores finde ich genau auch richtig. Aber du willst halt jetzt deine dritte nicht denied bekommen. Wenn der jetzt direkt mit seinem Banshee rüberfliegt, kann es halt passieren, dass er mit Cloak dir wieder deine dritte abreißt oder zumindest großen Schaden dort machen, das wäre nicht schön. Stimmst du mir dazu, Anlicht? Ja, da stimme ich dir zu. Wie gesagt, bei 6 Minuten müsste die eigentlich kommen. Jetzt könnte man noch hier einen Trick machen mit dem Overlord zum Beispiel, da ein bisschen Creep hin machen und Sporkula setzen. Ist aber problematisch. Ja. An der Stelle. Hier die Overlord so rüber schicken, Creep hin machen und dann hier ein Spore bauen, damit man, weil man will jetzt unbedingt die dritte haben. Man kann ja nicht mehr machen gegen die Lufteinheit momentan, also gegen Banshee, als mit Queens dagegen zu arbeiten. Und da er, wie gesagt, da rein viel investiert, kann man jetzt wirklich gut drohen. Das sollte jetzt das sein, was man machen will. Man ist... Ja? Ja, geht zu Ende. Und allerdings, klar, will man aber auch ein paar Linge raus haben wegen den Helions. Die sollten nämlich eigentlich schon da sein. Das ganz genau. Und ja. Also bei 6:30 ungefähr fängt das an mit den Hellions. Die Hellions wurden gescoutet, da wurden ein paar gebaut. Normal ist mit diesen Cloaked Banshees zum Beispiel, dass man angreift mit Cloaked Banshees und Hellions. Damit versucht man den Zerg vom Thron halt genau abzuhalten. Das heißt, man braucht dagegen Queens und ein paar Linge. Fakt ist aber, ich will mich nicht zu oft wiederholen, der Creep Spread, der muss dafür ausstehen. Und an der Stelle hätte ich 1 Spore gebaut pro Basis und wegen dem frühen Leer eine weitere Queen gebaut und mit 2 Queens und 1 Overseer versucht gegen die Banshees zu reagieren. Ja genau. Das hier, ich sehe das jetzt erst auch, dass du 2 Spores baust. Das finde ich auch nicht gut. 1 Spore reicht gegen Banshees. Auch nochmal zum Spore, was auch eine Kleinigkeit ist, was vielleicht viele nicht wissen. Ein Spore, weiß nicht, wie weit der schießen kann, was die Range ist. Aber der, ich würde mal so ungefähr sagen, so circa. Und aber er kann noch weiter gucken, also detekten kann er so weit circa. Ja, also deswegen, da man ja Queens hat, braucht man da nicht mehrere Spore-Crawler. Ist natürlich jetzt auch nicht so ein Riesenfehler, wenn man sich damit sicherer fühlt, aber man kann das auf jeden Fall optimieren. Und das sind halt immer Drohnen, die man halt dafür nicht baut. Das sollte man als Zerg immer bedenken. Und wir sind hier immer noch im Early Game, würde ich behaupten. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass man da alles passt, weil man hier setzt man die Grundlagen für alles Spätere. Spiel fortgesetzt. Also Queen produzieren, Overseer morphen, Creep Spread arbeiten, Creep Spread machen. Das sind jetzt die Sachen, die man machen will gegen Banshee. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Der Zerg hat gerade gesehen, dass die Wall nahezu zu ist. In diesem Moment fährt der Terran dann immer raus. Der will nicht, dass da ein Speedling One beikommt. Ja. Deswegen will er hier dicht haben. Terran macht das relativ safe. Ja, es ist auch ein guter Trick. Also was ich auch gerne mache, ist, dass man halt einen Schwall Zerklinge baut. Zum Beispiel sich hier versteckt. Ich ping dir das mal, damit du das siehst. Hier oder hier. Und wenn man dann, wenn die Helions rausfahren, rennt man hier hinten rein und runbite dann sozusagen. Damit kann man echt krassen Schaden machen. Man sieht ja hier auch, im Bunker ist kein Marine. Also wenn der alles rausfährt, hat der keine Einheiten.
Das heißt, er muss zurückfahren. Und der muss zurückfahren, einfach, genau. Deswegen ein Link einfach in die Laufrichtung von dem Terran stellen oder direkt vor die Basis. Man sieht, der fährt raus, kurz warten. Und wenn er so ein bisschen, muss man dann die Zeit abschätzen. Und wenn man denkt, er ist auf der Mitte der Map, dann versucht man, den Wein zu laufen. Ja, oder du wartest, bis er hier angekommen ist. Das ist auch okay. Also du kannst auch warten, bis er hier angekommen ist und dann reinrennen. Dann hat er aber oft hier noch neue Helions und das ist nicht mehr so ganz so einfach. Aber auch wenn ein Wall da ist, ist es auch noch okay, denn der muss dann hier reparieren, der muss seinen Fokus hier hinlegen, er muss APM hierfür opfern und er kann auch vorne nicht so einfach Stress machen. Ja? Also das kann man auf jeden Fall machen. Speed ist ja auch schon länger fertig, muss man aber nicht. Man kann sie auch... Selbst wenn er Linge hat, wenn er Einheiten hat an der Natural und kann das verteidigen, kostet ihn das trotzdem ein bisschen Aufmerksamkeit und der Push vorne wird delayed. Ja, ganz genau. Ist aber nicht Pflicht. Ich würde, weiß jetzt auch nicht so genau, wann man das besser macht, wann nicht. Das geht auch mit dem Bild nicht. Wegen dem vielen Gas geht das mit dem Bild zum Beispiel eigentlich nicht. Das geht dann, wenn man von Gasen abzieht, eine frühe Dritte, und da hat man mehr Mineralien, da kann man sowas machen. Und jetzt, hier wurde ja so viel Gas gemeint, jetzt kommen auch die doppelten Upgrades. Deswegen ist es mit dem Bild eigentlich nicht so gut machbar. Ja. Auch weil die Injects nicht ganz so gut sind. Und jetzt hast du Double Upgrades rausgehauen und bist auf Layer. Bist doch relativ safe, aber wichtig ist, also wenn du jetzt schon so viel Gas gemeint hast und du hast jetzt, obwohl du die Double Upgrades durchgedrückt hast gerade, eben hast du noch 600 Gas. Und das ist zu dem Zeitpunkt einfach viel zu viel. Ich weiß nicht, wie man das umrechnen kann, so ungefähr 1 zu 3 oder 1 zu 4 sogar. Das sind ungefähr 2000 Minerals oder mindestens 1500 Minerals, die du mehr hättest. Hättest du es nicht ins Gas investiert. Und was noch ist, ich würde auf jeden Fall direkt nach dem Layer, egal was der Terra spielt, den Spire setzen. Vor allen Dingen, wenn du so viel Gas schon gemeint hast. Und jetzt auch auf 4 Gas bist, was willst du denn jetzt mit deinem Gas machen, wenn du jetzt nicht Layer spielst? Nicht Spire spielst, also nicht Mutas. Weil wenn du jetzt nicht Mutas spielen willst, wenn das dein Plan ist, dann sind 4 Gas zu viel. Genau, weil an der Stelle möchte man auch noch keine Einheiten bauen. Roaches, die ein bisschen Gas kosten, und Hydras, die möchte man an der Stelle noch nicht bauen. Man will erst eine dritte Basis saturieren. Genau. Und das fehlt dir jetzt. Also hier sieht man jetzt könnte ja schon hier echt, also wenn man das jetzt gut spielt, laufen alle 3 Basen mit 16 Drohnen an den Minerals. Und man hat ein fettes Income und kann sich dann darum kümmern, Einheiten zu bauen. Genau, da fehlen ja insgesamt 24 Worker mit den Gasen, fehlen da ja noch. 24 Worker kosten 1200 Mineralien und du meinst 1200 Mineralien die Minute. Machst aber 450 Gas die Minute. Das heißt, in einer Minute bist du einfach bei 900 Gas. Dagegen kannst du nichts machen. Und bei 0 Mineralien. Jetzt fehlt der Overseer, ne? Da hättest du ja zumindest einen Spore hinschicken können. Also besser als gar nichts, so damit er damit irgendwas machen muss. Weil du hast ja genug Spores. Ja, dann. Du willst jetzt auf keinen Fall die dritte verlieren. Wenn ich jetzt die dritte hier verlieren würde, weiß ich nicht, ob man das Game noch gewinnen kann. Sehr schwierig. Man ist auf jeden Fall ein bisschen. Ja, jetzt hier hast du halt die Transfusion verpasst auf die eine Queen. Du hast ja hier schön viel Energie auf der. Notfalls halt auch die Hedge transfusieren. Heilen. Transfusionieren müsste es heißen. Naja, auch egal. So, dann. Spiel unterbrochen. Bist du jetzt auf Roaches gegangen? Hatte schon länger. Hast du das denn. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Hast du denn gescoutet? Ja, du hast gescoutet. Du hast 2. Fabriken gescoutet. Okay, und deswegen bist du auch auf Roaches wahrscheinlich gegangen. Gehe ich mal von aus. Spiel. Ja, und also 2 Fabriken, wenn man die relativ früh sieht, kann man auch noch dazu sagen, eine mit einem Techlab, eine mit einem Reaktor, also meistens Blue Flame Hellions. Das heißt, Linge sind dagegen sehr schwach, beziehungsweise man braucht einen sehr guten Surround und deutlich mehr Linge als der Gegner, da er ansonsten mit dem Upgrade zu kosteneffektiv tradet mit den Hellions. Ja, generell kann man sagen, wenn man 2 Fabriken sieht, immer, eigentlich immer einen Roachborn setzen. Würde ich behaupten. Ja. Nur in Sonderfällen nicht. Es kann nie schlecht sein. Und auch jetzt hier wieder baust du 2 Spores. Generell, also an der dritten, es ist auch okay, ist aber, finde ich, auch wieder ein bisschen übersafe.
Du hast ja jetzt genug Queens, du hast ja jetzt auch sogar Creep Spread, du brauchst jetzt gar nicht mehr unbedingt die Spores. Der baut ja auch nicht mehr Banshees, das weißt du ja jetzt ja auch. Jetzt brauchst du nicht unbedingt noch zwei Spores, du willst jetzt hier wirklich deine Eco an Start bringen und nicht noch mehr Worker in Spores setzen und auch, ja, zwei brauchst du halt einfach nicht. Du hast jetzt eins, wie viel Queens? Zwei, drei, vier Queens, ne? Drei Ja. Queens. Nee, einer hat er verloren. Nee, vier Queens, obwohl du eine verloren hast, ja. Und das reicht jetzt erstmal gegen Banshees. Genau, ich würde jetzt einfach, man könnte sich jetzt hier die zweite Queen und die dritte Queen, also die dritte und die vierte Queen, die könnte man sich jetzt mit einem Overseer auf den Hotkey einfach legen und an die dritte stellen. Dann spart man quasi die Spores. Und du hast Oder Drohnen an dieser Stelle halt bitter nötig. Du musst die dritte Basis da saturieren. wir können ja mal ganz kurz gucken. Du hast 46 Drohnen und der Terra hat 44. Und ein Mul sind ungefähr so 5 Drohnen, ne? Vier. 4. Das heißt also, kann man 8 draufrechnen mit 2 Command Centern. Du bist also deutlich hinten in der Eco, in diesem Moment hier. Du willst halt. Das kann man auch so ganz allgemein sagen, nicht nur in dem Matchup, sondern wenn halt, wenn ihr eine neue Hatch fertig habt, dann sollten da auch dann die Drohnen möglichst schnell rein. Es gibt natürlich Situationen, wo man All-Ins verteidigen muss oder so, wo es nicht so ist, aber so generell hier ist ja relativ Ruhe jetzt bisher in dem Game. Da müssen jetzt die Worker schnell, so eine dritte muss jetzt schnell saturiert werden. Und der generelle Plan ist jetzt halt einfach, also die optimale Verteilung ist 16 Worker pro Minerals, pro Mineral Line, das wisst ihr ja bestimmt die meisten. Und du willst jetzt eigentlich optimalerweise 16 hier haben, an der Natural, 16 in der Main, 16 hier. Und da du ja auch beschlossen hast, Roaches zu spielen, brauchst du ganz sicher jetzt nicht noch Gas an der dritten. Du hast ja schon vier. Du kannst so ungefähr sagen, drei Gas auf drei Basen reichen, wenn du jetzt pur Roaches gehst. Drei oder vier Gas reichen dafür. Aber du hast die ja schon sehr früh genommen, du hast 800 Gas. Ja, du willst jetzt hier als allererste Priorität sollte sein, jetzt hier 16 Drohnen dran zu haben an der dritten. Spiel fortgesetzt. Das macht man eigentlich auch unabhängig, egal welche Rasse man spielt. Spiel Erst unterbrochen. 16 Worker, dann nimmt man die Gase, wenn man weiter tacken möchte. Ja, genau. Egal ob Terraner, Protoss oder Zerg. Also wenn man das so ganz allgemein sagt, die Minerals bestimmen so ein bisschen euren Gesamtfortschritt, was ihr macht. Und das Gas bestimmt mehr so euren Tech halt. Und der Gesamtfortschritt ist am Anfang viel, viel, viel wichtiger. Deswegen versucht man auch beim Tech und beim Gas möglichst alles zu skippen, was geht. Ja. Du baust jetzt Hydralisken und Infestors. Spiel Und unterbrochen. ich gehe mal auf die Produktion. Du baust jetzt vier Drohnen. Du hast Larven, du hast Minerals, du hast keinen Supply Block. Siehst du hier, du hast jetzt, was weiß ich, 10, 10, 20 Larven. Da müssen Worker jetzt produziert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Sollte in eurem Kopf wie Alarmglocken klingen. Ich brauche mehr Worker, ich brauche mehr Worker. Spiel Genau, wenn fortgesetzt. nichts zu tun ist, einfach 4SD-Worker bauen. So, jetzt noch Spiel das nächste. unterbrochen. Sieht man jetzt schön. Wir sagen die ganze Zeit Worker, Worker, Worker. Du machst sechs Roaches, baut er. Ich habe jetzt Produktion hier mal offen mit D. Du bist ja eben mit deinen anderen Roaches doch schon hier nach vorne gelaufen und hast gesehen, dass der da mit Tanks auf dich geschossen hat. Wenn der da schon mit Tanks steht, da will der ja doch relativ defensiv spielen. Der hat da seine Tanks schon besieged. Du weißt, er spielt Mech. Ich verstehe nicht, wieso man jetzt sechs Roaches baut. Also, abgesehen davon, auch wenn das hier saturiert wäre, würde ich weiter auf Eco gehen. Also, du kannst dem ja nichts töten. Der bunkert sich ja hier ein, der stellt hier einen Tank hin, hier einen Tank, hier einen Tank. Da kommst du nicht rein in seine Basis. Deswegen finde ich es nicht gut, hier dann jetzt Roaches zu bauen. Genau, an Spiel dieser Stelle so früh fortgesetzt. kann der Mech-Terraner nicht pushen. Er hat Spiel genau drei unterbrochen. Möglichkeiten. Das eine ist, sich weiter zu stressen mit Cloaked Banshees. Die zweite Möglichkeit ist Hellion Harass, also dass er irgendwo mit Hellions vorbeifährt und versucht, deine Worker zu killen. Dafür hast du schon ein paar Roaches. Du hast ja sogar schon, was weiß ich, sehe ich gerade hier, fast 10 Roaches. 10 Roaches, ja. Genau. Und die dritte Möglichkeit, die ich sehe, ist eventuell ein Hellbat Drop. Und den kannst du auch mit den paar Roaches verteidigen. Und auch mit den Spores und den Queens. Das heißt, an dieser Stelle heißt es nur Drohnen und Tekken für dich. Drop safe bist du ja relativ deutlich sogar, dadurch, dass du jetzt wirklich zwei Spores an jeder Basis hast. Ja, also die Roaches
die bringen jetzt hier gar nichts. Ich finde schon die 10 Roaches hier zu viel. Ich würde in der Situation, wo ich weiß, er spielt nur Mac, ich gehe auf Roaches, würde ich nur so wenig Roaches wie möglich bauen. Vielleicht 5, 4, 5 gegen die Helions, um die abzuwehren, aber mehr nicht. Sondern den Rest würde ich jetzt nur Eco gehen. Ich würde halt jetzt, wie gesagt, fett drohen. Ich würde schon mir eine vierte nehmen. Jetzt muss sozusagen die Zerg-Maschine rollen, die Zerg-Makro-Maschine, wenn du weißt, er ist auf Mac. Spiel fortgesetzt. Richtig, quasi die Stärke auch von den Zergs ausspielen. Genau, das ist ja gerade deine Stärke, dass du jetzt auch 20 Drohnen auf einmal raushauen kannst und nicht nur zwei gleichzeitig wie der Terra. Und du hast auch die Larven, du hast auch die Mineralien, jetzt kommt was. Jetzt wird ein Hydras gebaut. Genau, das ist jetzt das Nächste. Also, das, wie du es jetzt spielst, fast, finde ich, ist wie ein All-In, das Spielen, das Ganze. Ich meine, die Frage ist, wieso baust du jetzt überhaupt Hydras und Roaches? Also, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht willst du, willst du seine dritte denyen, das könnte man sagen. Aber dafür brauchst du jetzt nicht Hydras und Roaches und das brauchst du auch noch nicht, so viele Einheiten jetzt zu bauen. Siehst jetzt schön hier, wie die dritte immer noch nicht saturiert ist. Und auch dafür, was du willst ja jetzt im Endeffekt spielen, Roach, Hydra, Infestor. Für Roach, Hydra, Infestor braucht man mindestens drei Basen voll saturiert mit Gas, allem drum und dran. Und du hast aber gerade mal zwei Basen, die laufen, die saturiert sind. Spiel fortgesetzt. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Afro vielleicht ein bisschen unsicher ist, greift er jetzt an, greift er nicht an. Da fehlt halt auch der obligatorische Link vor der Terraner-Basis. Er sieht ja zum Beispiel, da ist noch keine dritte und er weiß nicht, wo die Einheiten sind. Jetzt steht er nur zu Hause rum, da könnte sofort. Ja. Eigentlich nett, aber wenn er angreifen würde, dann würde er halt keine Alarm bekommen. Und den Alarm bekommt man als Zerg, indem man hier einfach ein paar Linge hinstellt. Da reicht ein Link vor der Basis, um zu sehen, ja, ob er rausgeht oder nicht. Ein Roach geht auch. Also. Oder ein Roach, ja. Und hier, Kleinigkeit, ne, machst du Creep Spread noch. Wenn du schon an der dritten vom Terraner einen Overlord hast, mach den Creep hin, das denied eben um eine Minute seine dritte dann. Ja. Und auch ein Roach würde ich, also ich würde hier einen Roach hinstellen und hier auch an der dritten noch einen. Spiel. Aber der Plan, den du hast, den blicke ich jetzt nicht so ganz. Das hättest du einfach mit Queens und Spores verteidigen können. Dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt die Hydras und sonst, wenn du jetzt schon so viele Einheiten hast. Jetzt kommen die Drohnen. Jetzt kommen die Drohnen, ja. 13 Drohnen, da sind sie endlich. Ich glaube, das ist ein typischer Fehler. Ich denke, er war sich sehr unsicher, greift er an, greift er nicht an. Deswegen hat er erstmal Army gebaut und dann Drohnen. Ja. Aber er hatte quasi alle Scout-Informationen, die nötig waren, um zu sehen, da kann kein Angriff kommen. Hier sieht man jetzt auch schön, der kann jetzt seine dritte der Terra direkt landen. Und hättest du hier Creep gespreadet, wäre es jetzt eine Minute später alles gekommen. Und das ist gerade gegen so Mac Terra wirklich eine super Sache. Einfach da Creep spreaden hier. Spiel fortgesetzt. Es ist aber echt beispielhaft hier, dieses Zerg-Spiel, weil es ist. Das ist das Entscheidende. Wann drohne ich und wann baue ich Einheiten im Endeffekt? In ganz vielen Situationen beim Zerg. Da ist der Skill. Und du hattest alle Informationen dazu, viel früher zu drohnen. Jetzt auch direkt, du hast jetzt gesehen, er nimmt die dritte, direkt die vierte nehmen. Also wenn er sich die dritte nimmt, kann das für dich so ein, sozusagen wieder wie so ein Alarm sein, ich muss eine vierte bauen. Ne? Jetzt seid ihr auf gleichen Bases, also gleich viele Bases und er spielt Mac. Und das ist nicht gut. Wir wollen immer eine Base, mindestens eine Base vorne sein. Man kann hier sogar sagen, man baut sogar noch zwei Basen jetzt. Die vierte nimmst du sogar jetzt. Jetzt nimmst du die wunderbar. Vierte. Das ist perfekt. Finde ich aber nicht gut, hier die zu nehmen gegen Mac. Jetzt, Mac spielt folgendermaßen. Mac baut eine fette Army auf und pusht dann. Ne? Meistens, wenn sie einfach gemaxt sind, pushen sie. Und wenn du jetzt hier, ich weiß nicht, ob das ein großer Fehler ist, aber wenn du hier die Basis nimmst, ist es ja von ihm jetzt wirklich, hier ist es jetzt echt nicht mehr weit zu der Basis. Da ist er ganz schnell mit Mac. Willst du aber nicht. Du willst möglichst viel Zeit immer kaufen gegen Mac. Möglichst weit soll er laufen. Weit verteilt deine Basen sein. Und deswegen würde ich halt hier, hätte ich die vierte genommen. Hier.
Und ich hätte auch gar nicht die, ich hätte auch die fünfte wahrscheinlich nicht hier genommen, sondern hier. Das weiß ich nicht genau. Aber das ist halt gegen Mac, willst du es ihm so weit wie möglich machen, damit du halt irgendwie mehr Run-Buys machen kannst und mehr Zeit. Du willst immer Zeit rausholen, maximal viel Zeit haben gegen seine Pushes. Ist aber nur eine Kleinigkeit. Spiel fortgesetzt. Jetzt taggst du dein ganz, das Ganze, jetzt gibst Spiel du, unterbrochen. hast immer noch, obwohl du alles taggst, also Upgrades, 2-2, dann für die Hydra hast du immer noch so viel Gas, also da siehst du halt, dass du hast viel zu viel Gas die ganze Zeit. Spiel fortgesetzt. Ja, also im Idealfall hättest du jetzt schon Spiel 90 Drohnen unterbrochen. gehabt, der Creepspread wäre über die halbe Map und du hättest mindestens die gleich große Army mit einem 2-2-Upgrade. Hättest du deine Ein Gase deutlich und größere sogar später. wahrscheinlich so. Ja. Einfach weil du an der falschen Stelle Einheiten gebaut hast und dann da zu spät die Drohnen. Auch noch eine Kleinigkeit, also wenn du schon den Infestation Pit baust, dann drückt es diese Anfangsenergie von Infestor, drückt die ruhig durch. Also du hast es ja auch, du hast ja genug Minerals und Gas, drückt die durch. Gerade wenn du so viel Gas hast, würde ich immer im Hinterkopf behalten, ob du nicht irgendwann mal Infestors auch bauen kannst. Spiel Muss man nicht fortgesetzt. unbedingt. Ich meine, du kannst auch einfach das Infestation Pad setzen, um auf Hive zu kommen und dann T3 spielen zu können. Aber ich würde es immer drücken, also. Ja, ist halt eine Frage, wie knapp das Ganze ist, aber die Bank ist relativ groß, von daher auf jeden Fall andrücken. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gefährlich, was du machst. Weil, also, es gibt von allen Sachen, die es gibt im Spiel, ist das, was der Terra hier spielt, das defensivste und Spiel defensiv auch unterbrochen. am stärksten. Und du siehst ja auch, der sieht ja auch deine Einheiten, ne? Der hat ja hier so einen Watchtower. Hier, Sensorturm. Und der sieht das, also, da musst du vorsichtig sein, ne? Also, da würde ich nicht angreifen unbedingt. Allerdings, was man machen kann, was man hier zum Beispiel sieht, was ich hier auch dir immer anlässlich sage, gerade wenn man nicht Mutas gespielt hat, also wenn man jetzt mal überlegt, wir hätten Burrow, wir hätten Gräberclown, wie heißt das auf Englisch? Tunneling Close. Tunneling Claws, genau. Und guckt mal, wie schön wir hier bei der Natural hätten reingekonnt mit Borrowed Roaches, ne? Ich meine, wenn du das gemacht hättest mit Borrowed Roaches, also 8 Stück, 4 hierhin, oder sagen wir, damit die beiden Tanks gehen und 4 hier oben hin, in die Main hättest du gewonnen, meiner Meinung nach. Yep. Aber meiner Meinung nach ist es auch ein kleiner Fehler, dass hier überhaupt keine Turrets stehen. Ja, Das ist ja. schon arg greedy. Also man muss das eigentlich als Mech-Terraner hat man nicht viele Möglichkeiten, den Tech schnell zu switchen. Und gegen Mutas muss man vorbereitet sein. Und er hat insgesamt einen Tor. An Mutas würde er an dieser Stelle einfach sterben. Das, also. Auch gegen er wäre er ziemlich tot, ja. Spiel fortgesetzt. Ja, die kriegst du jetzt hoffentlich verteidigt. Ja, okay. Die ist nämlich jetzt wichtig, die vierte. Das ist das, wo du jetzt dir zumindest gleich einen Eco-Vorteil erarbeitest. Und insgesamt hast du auch zu wenig Spiel Drohnen. unterbrochen. Zwar ganz ordentlich saturiert, aber da kannst du ruhig auch jetzt schon vorher die Drohnen raushauen und hier hinschicken. Gerade gegen Mech, ich würde sagen, gegen Mech peilt man 80 bis 90 Drohnen an. So schnell wie Ja, möglich. vor allem am Anfang des Spiels hat man eigentlich mehr Drohnen, baut sich eine Bank auf, mit denen man traden kann. Und erst im späteren Teil von dem Spiel geht man dann auf weniger Worker, so auf 50 geht man dann, meine ich, runter. Die kannst du dann benutzen, die Drohnen zum Beispiel, um ganz viele Spines zu bauen an den Basen oder Spores. Später aber dann halt erst. Spiel fortgesetzt. So, jetzt werden Viper gebaut. Also ich habe mir das jetzt angewöhnt, während ich Viper baue. Spiel unterbrochen. Währenddessen baue ich auch gleich Evolutionskammern. Aus dem Grund, ich kann dann gleich mit denen die Energie Vipers aufladen. aufladen. Genau. Und das Timing klappt dann relativ gut. Ich weiß nicht, wie lange braucht ein Viper? Ich glaube 50 Sekunden, 40 Sekunden und eine Evo braucht 30 oder auch 40 Sekunden. Das passt dann wunderbar. Man kann die gleich aufladen und man will die ja meistens
vorne haben, die Viper. Man will ja mit denen meistens ein Timing haben, machen, gleich angreifen. Und deswegen würde ich die hier an der vierten bauen. Ja. Und du kannst es halt nicht an der vierten Hedge aufladen, sonst. Die ist ja schon halb tot. Ja. Oder einfach hier zwischen der zweiten und dritten und vierten hier einfach in der Mitte. Ging auch hier einfach hier. Aber auf jeden Fall. Spiel fortgesetzt. Der 2-2 ist gleich durch. Piranha ist es. Ich glaube, der macht nur ein Upgrade hinten links in der Hauptbasis, ne? Plus 2 Attack. So, und jetzt Spiel unterbrochen. Hat der Terraner nur 150 Supply und geht raus. Weiß nicht, ob das so Standard ist. Normalerweise, okay, also wenn jetzt ein richtig guter Mac ist, hat der schon vor einer Minute, wäre der Max gewesen, oder? So bei 15, also 16 Minuten. Er spielt hauptsächlich Hellbat und Tank. Damit kann man bei 14 Minuten Max sein. Ja, also Maxed. Und der ist jetzt bei 150 Supply. Und dann kommt der dicke Push schon. Spiel fortgesetzt. Ja, die Vipern sind draußen. Wir können sehen, er hat überhaupt kein Anti-Air. Aber trotzdem kommt jetzt ein sehr... Ich finde, das ist ein sehr großer Fehler jetzt von dem Zerg-Spieler, was passiert. Nämlich, er hat keine Geduld. Und geht mir auch oft so, dass ich dann irgendwie rushen will, dass ich denke, ich kann ihn crushen. Aber der Super-Tech, nämlich die Vipers, sind auf dem Weg. Die sind schon aufgeladen. Aber... Ich will ihn jetzt spoilern, ja. Aber er wird gleich ohne die Vipers angreifen, beziehungsweise verteidigen. Ja. Und auch noch was, man kann ja ruhig die Basis hier aufgeben, aber dann muss man auch hier noch welche laufen haben. Du hast ja auch 2000 Minerals, das sehe ich auch bei anderen Spielern häufig, auch bei besseren. Also wenn man 2000 Minerals hat, dann kann man ruhig auch noch ein paar Echsen raushauen. Nicht nur eine, 1, 2, 3 kannst du hier eigentlich raushauen. An den jeweils den Ecken, hier, hier und hier Echsen direkt. Brauchst du. Und dann wäre es auch nicht so schlimm. Dann könntest du nämlich die hier aufgeben. Aber da das jetzt deine vierte ist, willst du die, glaube ich, bestimmt jetzt direkt unbedingt verteidigen. Und das ist der... Er gewinnt, meine ich, den Kampf auch. Aber boah, das ist ziemlich gut sogar für dich, für den Zerg gewesen hier. Finde ich. Und da kommen Blighting Towns. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut gemacht hier. Ich finde das halt ein bisschen zu spät. Ich hätte noch einen Moment gewartet. Ja. Allerdings wäre dann halt aber die vierte wahrscheinlich tot, ne? Und wenn dir jetzt in der Situation die vierte stirbt, weil du nicht geäxt hast, dann ist hier fast GG, meiner Meinung nach. Oder sieht sehr schlecht aus. Aber gut, den Fight hast du aber auf jeden Fall mega getroffen. Also fand ich ziemlich gut. Der hat halt viel zu spät gezieht, ne? Dadurch war man ja direkt da dran. Ja, das war sehr greedy. Ich glaube, der hat auch keinen Scan geschmissen, der Turn. Der hätte mal scannen müssen. Um die Situation einzuschätzen, hat er nicht gemacht. Und jetzt Stelle 200 Supply mit 2000 Minerals und 100 Supply. An dieser Stelle hatte Terran eigentlich verloren. Ja, was das eigentlich jetzt machen müsste, ist die Vipers. Die haben keine Energie mehr. Sofort zurückschicken. Die sind hier auf einem Hotkey mit der Hauptarmee. Die muss man auf jeden Fall auf einen anderen Hotkey setzen, zurückschicken, wieder neu aufladen. Und jetzt? Dann wieder nach vorne holen. Ja. Also die hier unbedingt, das ist für euch so euer Gold, das wollt ihr schützen, wisst ihr? Das, die Vipers hier, die, auf die, das ist, ja, worauf ihr aufpassen müsst. Und jetzt sehe ich schon, ich habe das hier noch nicht gesehen, jetzt läufst du hier in die dritte rein. Wieso nicht einfach in die Natural? Hier kommt noch eine Frage, was macht die Fähigkeit von den Vipern? Die Viper ist, wie ihr seht, eine Flugeinheit. Und mit der kann man erstmal Energie aufladen, indem man seine eigenen Gebäude quasi auffrisst. Die bekommen dann Schaden über Zeit. Man bekommt pro Sekunde 2,5 Energie. Mit 75 Energie kann man eine gegnerische Einheit zu sich ranziehen. Oder auch eine eigene Einheit. Das funktioniert auch. Man könnte zum Beispiel einen Ultralisk retten oder sowas. Aber meistens versucht man so die wichtigen Einheiten, jetzt vom Protoss zum Beispiel so ein Koloss oder vom Terraner einen Tank oder einen Tor ranzuziehen und den zu snipen. Ja. Und die weitere Fähigkeit der Viper ist, mit 100 Energie eine Blinding Cloud zu setzen. Eine Blinding Cloud, die ist dann so ein kleiner grüner Fleck und in
wenn eine Einheit, eine gegnerische Einheit oder auch die eigenen Einheiten in diesem Bereich stehen, wird die Range von den Einheiten auf 1 beschränkt. Das ist nahezu dann Melee-Angriff. Das heißt, die Tanks, die eigentlich eine Riesen-Range von 13, die können dann eigentlich gar nicht mehr schießen. Und wenn dir das gelingt, bei dem Kampf eben zum Beispiel, der hat überhaupt keinen Anti-Air. Normalerweise baut man da gegen Vikings, damit man die Viper ein bisschen zurückschlägt, dass sie das nicht so einfach machen können. Dann kriegt man als Zerg einen super kosteneffektiven Kampf. Ja. Also auf die Plätze aufpassen. Was auch, ja, sag noch deinen Gedankengang zu Ende. Ja, und weil die Viper halt so wenig Energie haben, wenn die keine Energie mehr haben, sollte man die direkt zurückschicken und wieder aufladen, damit die wieder einsatzbereit sind. Das ist eine der stärksten Zerg-Einheiten. Hier die Viper, was sollen die? Die können ja gar nichts machen hier. Siehst du ja schön? Können nichts, die musst du nicht mitnehmen. Mach da ruhig 2 Control Groups raus, das lernt man ganz schnell. Weil 2 Control Groups kriegt man hin. Genau, jetzt. Und noch mal was ganz Allgemeines jetzt. Nachdem du Mech Army hier gerade so geschlagen hast, jetzt muss dein Zerg-Killer-Instinkt aus dir rauskommen. Jetzt musst du dir sagen, ich will den jetzt töten hier. Und jetzt gucke ich auf deine Minerals, sehe deine Larven. Hier muss nachproduziert werden. Auch im Kampf. Ganz wichtig als Zerg. Du kannst ja, wenn du hier im Kampf bist, musst du jetzt ja nicht zurück hier hinklicken und was produzieren. Sondern du machst einfach 5 und drückst Roaches durch. Also das würde ich jetzt machen. Ich würde hier oder Hydras. Wahrscheinlich Roaches. Einfach durchproduzieren. Und jetzt will ich ihn töten. Weißt du, jetzt kommt deine Produktion, jetzt kommt deine Zerg-Produktion hier. Und du siehst schön, du hast nicht Max Supply, das sehe ich übrigens bei dir anlicht auch oft, habe ich dir auch schon gesagt. Hast Larven, hast Minerals und baust nichts nach. Und gerade in diesen Situationen ist es oft spielentscheidend, dass die jetzt schnell kommen, die Roaches. Und nicht erst in einer Minute. Weil dann hat der plötzlich jetzt wieder Tanks. Und das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass man hier jetzt dann, das sind sozusagen wie Timings, die man treffen muss. Indem man schnell nachproduziert. Quasi momentan in der Main und in der dritten sind mehr oder gleich 3 Larven. Heißt, da gibt es keine natürliche Larvenproduktion mehr. Ja, das sieht man hier noch. 4, hier 3, nirgendwo, hier sind noch 2. Nirgendwo ist, ja, dann werden nur noch 2 Larven produziert und die Einheiten kommen jetzt halt viel später erst nach, die du nachbaust. Ja, und helfen dir jetzt nicht in deinem Hauptfight direkt. Hast du ein paar nachgebaut, aber nicht alle. Einfach durchdrücken jetzt hier in der Situation. So, wie du das Spiel jetzt noch verlierst, das werde ich sehen. Achso, du fokust die Planetary, sehe ich das richtig, ja? Man kann ja nur mal sagen, das ist ja ein Terraner-Hauptgebäude. Es gibt 2 Möglichkeiten, so ein Hauptgebäude zu transformieren. Das eine ist in der Main und in der Natural. Da sehen wir, das hat so ein bisschen Energie. Das nennt man Orbital Command oder Satelliten, irgendwas im Deutschen. Damit kann man diese Mule schmeißen oder auch scannen oder auch Supply callen. Die andere Möglichkeit ist, wie wir jetzt hier an der dritten sehen, was der Zerg angreifen will, ist eine Planetary Fortress. Eine Planetary Fortress schießt alle Sekunde mit 40 Schaden. Alle 2 Sekunden mit 40 Schaden. Mega. Und Range AOE. Von 6 und hat AOE, richtig. Heißt, wenn man die killen möchte, sollte man möglichst gespreadet stehen und braucht relativ viel DPS, wenn die counter-repaired werden. Hier sieht man die SUVs, die heilen quasi wieder die Planetary Fortress hoch. Was im Endeffekt dazu führt, oder oft dazu führen kann, dass man seine ganze Army verliert. Und er verliert nicht eine Unit. Er verliert nur ein bisschen Mining Time und Ressourcen, weil er die halt hoch repariert. Aber das war es dann auch. Also man kann ja hier angreifen auch auf die dritte. Wobei ich es hätte besser taktisch gefunden, wenn du auf die Natural angegriffen hast, weil du weißt, der hat hier eine Planetary. Da ist halt für mich jetzt, wie gesagt, ich will den jetzt hier töten. Ich will jetzt hier nicht nur die Planetary killen, ich will den ganz töten. Das wäre mein Reflex nach dem Kampf, den wir hier hatten, hier unten, bei deiner vierten. Und da musst du dann nicht unbedingt die Planetary töten, da kannst du auch gleich hier rein in die Produktion von ihm. Weil wenn du die killst, dann ist GG, dann kann er ja nichts mehr nachproduzieren. Genau. Und wenn du die Planetary aber angreifst und du siehst, der repariert die, dann klick einfach Angriff hier hin. Und dann greifen die automatisch nicht die Planetary an, sondern die Worker, oder? Bin mir relativ sicher, oder zumindest... Ich meine schon, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil... die hat ja auch Aggro. Die schießt ja auch, die Planetary.
Aber ja, ich glaube, das wurde mal geändert. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass sie dann auch die Worker angreifen. Ja, aber zumindest die hinteren Worker, die werden nie angegriffen. Das heißt, ein Worker hat keine höhere Akro als die Planetary. Heißt, die Einheiten in der Nähe werden dann angegriffen. Heißt wahrscheinlich hier unten gleich. Ich weiß nicht, hat er das Planetary gefokust? Ja, ja. Guck mal, die ganze Zeit. Was halt der Key-Move, denke ich, gewesen wäre in die die Vipers gleich zurückschicken, aufladen, in die Natural rein. Da wären zwei Tanks gewesen. Jetzt fahren hier noch vier runter, nur zwei Tanks, die hätte man snipen können. Eventuell genau. Hoch versuchen, in die Main, in die Production zu gehen, das Herz quasi des Terraners. Wenn das nicht geklappt hätte, runter in die Natural aufräumen, mit den Vipern wieder nach vorne kommen und die Planetary killen. Weil mit der Viper, ich habe eben von der Blinding Cloud gesprochen, die kann man auch auf so ein Gebäude setzen, wie die Turrets oder die Planetary Fortress, und dann hat die auch nur noch eine Range von 1 und dann schießt die nicht mehr. Dann kann die nur noch Visier schießen. Ja. Trotz dessen, obwohl du jetzt deine Army so hart gewastet hast, bist du trotzdem noch dick vorne. Und nicht dick, aber vorne. Auf jeden Fall. Wenn jetzt du siehst, dass dein Angriff jetzt gefailt ist, dann würde ich jetzt wieder in die Drohnenproduktion zurück. In der Situation, warte mal, ich gehe mal hier auf Production. Und du drückst jetzt weiter Roaches durch. Ja, und hier musst du dich ja zurückziehen, weil so viele Tanks. Ist eigentlich noch okay, die Trade sogar. Ich meine, hättest du den noch gefokust, hättest du drei Tanks noch rausgenommen. Genau. Was natürlich jetzt auch noch eine Möglichkeit wäre, was sehr schön gewesen wäre, auch wenn du auf Hive bist, wenn du einen Spire gehabt hättest. Hier jetzt, du könntest 11 Mutas raushauen oder hättest du die Roaches nicht noch gebaut und Hydras 20 Muten. Und du hast ja gesehen, der hatte nur ein Tor, der baut jetzt auch keine Tors mehr nach, der will ja defenden, der baut jetzt Tanks. Also, und du hast auch vielleicht gesehen, warte mal, ich guck mal deinen. Ja, du hast gesehen, der hat keine Missile Turrets, also das wäre zumindest eine Möglichkeit gewesen. Das und den Spire haben wir dir empfohlen, dass du den trotzdem baust, auch wenn du gegen Mech spielst. Du willst halt später vielleicht auch Broodlords bauen, eventuell. Also genau. Ein Spire sollte man haben. Vor allem, er hat auch die Information, dass der Terraner nur auf einem Starport ist und dass daran ein Tech-Lab ist. Das heißt, gegen Broodlords möchte man Vikings bauen. Und er kann nicht wirklich schnell Vikings bauen, weil er nur einen Starport hat und das Starport nicht an einem Reaktor, sondern an einem Tech-Lab dran ist. Heißt, da kommt einer oder anderthalb Vikings gerade mal die Minute raus. Und wenn der Zerg dann dasteht mit 10 Putlots, dann der Terran aus dem Spiegel. Das ist halt ein großer Vorteil vom Zerg. Du kannst unglaublich krasse Tech-Switches machen im Spiel, indem du halt jetzt 20 Muten baust oder jetzt halt in Brutlords gehst. Aber du hast weder einen Ultralisten-Cavern noch einen Spire, geschweige denn Greater Spire. Spiel fortgesetzt. Trotz dessen bist du jetzt gar nicht schlecht im Game, meiner Meinung nach. Es geht. Es ist aber okay, würde ich sagen. Aber es muss jetzt der Reflex kommen, dass du eine vierte saturierst. Auch hier wieder. Also jetzt wäre genau die Situation, in der du halt jetzt Drohnen nachbaust, meiner Meinung nach. Weil du weißt, du hast ja gerade dem die fast seine gesamte Army gekillt. Der kann jetzt erstmal nicht mehr rauspushen. Der muss jetzt erstmal wieder eine neue Army sich aufbauen. Der spielt der Mech. Das dauert ein bisschen zumindest. Er hat auch nur, du weißt, der ist auf 3 Bases. Drohnen also. Ne? Ja. Und man kann halt immer so sagen, man spricht ja, wir haben eben von 80 bis 90 Worker gesprochen. Und die muss man jetzt auch nicht nachzählen. Das ist quasi auf 4 Basen 16 Worker haben und an jeder diesen Gasen hat, an diesen Basen hat man Gas genommen. Dann hat man seinen Worker-Count von ein bisschen mehr als 80. Ja. Das, also ja, ich zähle auch nie in meinen Games meine Worker nach oder sowas. Das kommt mit der Zeit auch einfach, dass man dafür das Gefühl hat. Mit den 4 Basen halt einfach. Das 4 saturierte Basen, dann hast du genug. Und was ich jetzt wichtig fände, ist, dass du halt jetzt schneller Ultralisken und einen Spire baust. Du hättest schon viel früher machen müssen, meiner Meinung nach. Direkt, wenn du den Hive hast. Der Hive jetzt nur für die Viper, ganz schön krasse Investition. Also nutzt, dass du jetzt auf T3 bist, auch aus und versucht die Einheiten zu produzieren, denn sowohl Ultralisten
als auch Brutelords sind ein Mittel gegen Mech. Genau, und da ist es halt auch wichtig dann im Gegensatz zum Early Game, dass man dann Gase braucht. Also hier müssen dann 8 Gase genau. her, die Gase sind gebaut, aber noch nicht, jetzt werden sie angefangen. Genau, so wie man halt am Anfang immer möglichst wenig Gas haben will, will man halt am Ende immer ganz viel Gas haben. Weil Tech-Einheiten kosten Gas und ja, das braucht man dann. Jetzt hast du gesehen, nee, du hast nicht gesehen, dass er sich die vierte nimmt, denn die willst du unbedingt denyen jetzt, die vierte. Wenn der Mech Terra auf 4 Basen kommt, dann wird's hart. Und genau. Deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall, musst du halt gucken, da schickst du halt einen Roach zu jeder Basis, wo er exen kann. Einmal hier und einmal hier, je nachdem, welche Basis er nimmt. Und sobald er dann da irgendwie merkst, der will da Action machen, dann pushst du darauf. Das ist jetzt für dich das Signal. Du siehst jetzt leider, glaube ich, nicht, nee, dass er eine vierte hat. Und guck mal, hier mit deiner Army, hier rein, in 3 Tanks, 4 Tanks, locker hättest du dir hier wieder abgerissen, die vierte. In der Situation. Denn genau. der Mech-Terra braucht halt ganz viel Gas. Das, und die vierte ist für den deswegen so wichtig. Wenn du ihn nämlich auf 3 Basen halten kannst, dann kriegst du ihn down. Aber auf 4 Basen, also dann kannst du einfach immer uptraden und selber expandieren und dann stirbt er irgendwann. Aber wenn er eine vierte Basis hat, dann wird's hart. Dann kann er so eine Production auch raushauen, der Mech-Terra, dass er auch selber schnell sich remaxen kann. Das ist auch sehr wichtig, weil wenn man gegen Mech spielt, dann ist es ja relativ ein langsames Spiel. Es ist nicht so actiongeladen wie jetzt gegen Bio. Und dass man da Zeit findet, einen Overlord mal an diese Basen zu stellen. Ja. Das musst du sofort mitkriegen, dass da eine Basis gebaut wird, eine Planetary gemorpht wird. Oft wird da einfach ein Command Center hingestellt und das wird gelandet und eine Planetary gemorpht. Und das kannst du dann oft um 2-3 Minuten verzögern, indem du einfach ein paar Linge hinschickst oder 2-3 Roaches. Ja, wenn du es ganz perfekt machst, da hast du auch noch Borrow erforscht, das machst du eh, also oft vergisst man es, aber sollte man im Late Game eh haben und dann vergräbst du da auch noch was am besten. Also einmal den Overlord, der Creep spreadet und eine vergrabene Einheit, das ist immer optimal. Da musst du einmal scannen und Einheiten haben, um die Einheit da zu töten und den Creep spread wegmachen. Das dauert dann erstmal. Ja, hier machst du es, denke ich, richtig dann, dass du siehst, der hat da so viele Tanks, hier will ich jetzt nicht angreifen. Die Vipers musst du wieder besser schützen. Hier verlierst du jetzt, ja, da fliegst du halt rein. Die Vipers müssen hinter dir sitzen. Und das finde ich jetzt halt nicht gut. Ja, genau, also erkennst du ja dann auch irgendwann. Also in so eine Tankline kann man einfach nicht reinpushen. Zumindest nicht mit Roach Hydra. Mit Ultras und Brutelords, da kann man das machen. Aber nicht auf T2-Tech. Also das sind die einzigen Einheiten, mit denen man irgendwie in eine Tankline mal reinpushen kann. Aber generell will man eigentlich nie in so eine Tankline groß reinpushen. Das ist so viel Schaden, die machen. Ja, es ist schwierig an dieser Stelle. Man kann auch sagen, dass der Viking-Count relativ low ist. Heißt, man könnte hier, was man auch gelegentlich sieht, auf 5-6 Viper gehen. Und dann einfach die richtig reinfliegen, alles direkt die Blinding Clouds setzen und das dann stimmt. Hinten ran mit Roach Hydra. Ja. Dann kann man das crushen. Aber es ist sehr schwierig, man kann das sehr schlecht scouten. Man kann nicht einfach wieder Terraner hier scannen. Das herauszufinden ist nicht so einfach. Was er genau für eine Army hat, wie er steht. Wie viele Tanks hinten noch dran sind. Ja, das ist genau das. Bin ich auch nicht so ein Fan dafür und von mit Blinding Clouds gegen so gesplittete Tanks. Da muss man, das ist schon sehr schwer in der Ausführung dann auch, das gut hinzukriegen. Dass das dann auch wirklich klappt. Also lieber nicht in sowas hier angreifen. Ja, und der vierte, und das darf halt einfach nicht sein, dass der Mech-Terra seine vierte so einfach nimmt, wie es tut. Ohne dass du es siehst, ohne dass du was dagegen machst. Und jetzt ist es auch halt auch schon wieder fast zu spät, ja. Irgendwas hiergegen zu machen, denn auf eine Planetary zu pushen, ja, hat man ja eben gesehen, dass es nicht so gut ist. Genau. Die vierte, hätte ich hier in Overlord zum Beispiel gestanden, dann wären erst ein paar Linge gekommen und dann hätte er trotzdem die vierte natürlich nehmen wollen, das heißt, er will an der vierten kämpfen. Er kämpft quasi um seine weitere Expansion, weil ansonsten
Hat er nichts mehr. Hat kann er ja nichts mehr bauen. Heißt, du kannst an dieser Stelle quasi hier ein Engagement erzwingen. Und das ist dann eher favorisiert, wenn er ansiechen muss, er läuft nach vorne, er muss wieder siechen und du läufst dann darum mit Urchild oder Viper. Da hast du dann mehr Vorteile, als wenn er schon gesieged ist, wenn er schon die Planetary Art ab hat und ja, wenn da schon Turrets stehen, dann ist es viel schwieriger, den anzugreifen. Aber was hier einfach das Hauptproblem ist, ist, dass du das Timing verpasst hast dagegen. Nämlich früher hier anzugreifen. Da hättest du mich locker, da hättest du so eine riesen Army, du hast hier angegriffen bei der Natural und hättest hier angreifen müssen. Und auch jetzt noch was, jetzt hast, sieht man, produzierst du 36 Roaches nach. Roaches in diesem Stadium hier sind wie, weiß ich nicht, da kannst nichts mehr mitmachen, groß, ne? So, die Tanks, die schießen die so ab. Das sind jetzt, sollten, na gut, der hat nicht geupgradet, also sollten zumindest 3 Attack-Tanks sein mit gegen Roaches. Mit Roaches kannst du ja nicht mehr viel machen. Hat er fast durch, the turn. Du kannst auch nicht mit Roaches mehr einen großen Push so abwehren, wie du es hier mal geschafft hast. Wo er mit 150 Supply gepusht hat, wenn er mit 200 Supply pusht, geht es einfach, also ich krieg zumindest nicht hin, mit Roaches dann da irgendwas zu machen. Und das resultiert natürlich jetzt daraus, dass du nicht früher getaggt hast. Denn du hattest echt früh den Hive. Aber ja, Ultras oder Bloodlords wäre jetzt das, was du hättest bauen müssen. Spiel fortgesetzt. Jetzt kommt auch der Spire. Genau, das siehst du jetzt. Ah, fuck, ich will eigentlich Bloodlords bauen. Trotzdem eine Ultralisten-Kaverne oder wie das Ding heißt, immer auch bauen. Weil jetzt, was ist jetzt unser Gameplan eigentlich gegen so Mech-Terra, der so turtelt, sind die Tech-Switches, meiner Meinung nach. Und zwar zwischen Ultras und Bloodlords. Wenn wir jetzt wirklich so ins absolute Late-Game gehen. Du kannst halt mit Bloodlords ihn dazu zwingen, ganz viele Vikings zu bauen. Und wenn er die dann gebaut hat und du dann abgetradet hast, dann kannst du auf Ultra switchen. Oder Muta-Switch oder halt alles zusammen geht natürlich auch, Ultras und Bloodlords. Ne? Aber das ist auf jeden Fall eine große Stärke von uns, hier dann jetzt vorzugeben, was für Tags wir spielen. Weil wenn der nicht genug Vikings hat und wir jetzt Bloodlords hätten, wahrscheinlich, also hättest du einfach früher Bloodlords hier getaggt und hättest jetzt die Bloodlords geworfen, ich sehe hier insgesamt 6 Vikings, 7 Vikings, der hätte verloren gehabt. Die Tanks, ja, du hättest auf jeden Fall gewonnen. Die Tanks, die können nichts machen gegen Bloodlords, 7 Vikings sind viel zu wenig. Also der Terraner, der braucht an der Stelle auf jeden Fall mindestens 2 Starports mit Reaktoren, einfach wegen der Gefahr von Bloodlords. Hat er übrigens jetzt gemacht, zumindest eins mit Reaktor, aber das reicht auch noch nicht. Ja. Aber auch selbst, das ist halt dann das Schöne, selbst wenn du dann deine Bloodlords verlieren solltest, kannst du immer noch dann Tech switchen, weil du hast so eine riesen Eco im Hintergrund zu Ultras. Und wenn der dann deine Bloodlords gekillt hat, produziert der auf 2 Starports mit Reactors normalerweise Vikings durch, hat dann da 30 Vikings und du kommst dann mit einer riesen Ultra-Armee an. Da bringen die Vikings gar nichts. Genau, aber dafür ist es auch wichtig, dass man auf einen höheren Drohnenkampf kommt. Wir sind momentan bei 69. Eigentlich hätten das seit 10 Minuten 90 sein müssen. Genau. Da ist eine kleine Bank da für den Zirk, aber die wäre halt bei 6.000, 3.000. Ja, genau. Und du hättest halt, die Base, die Base und die Base. Ja. Und wie gesagt, die ganzen Drohnen, jetzt siehst du ja hier, sieht man ja schön hier so ein Helion-Run-By. Wenn du zu viel Drohnen hast, baust du halt einfach Spines hier überall hin. Dann kann der nichts mehr machen mit Helions. Dann kann der nur ein paar Drohnen mitkillen, aber ist okay. Genau, und wenn dann da 3 Spines stehen und ein Spawn, der fährt trotzdem rein. Ist okay. Dann einfach direkt Drohnen nachbauen. Ja, genau. Die Drohnen, die du dann da verlierst, baust du halt dann an der Hatch direkt nach. Einfach. Ja, schön gesaved. Jetzt seid ihr beide maxed. Das Problem ist nur, dass der Zerg jetzt Roach Hydro hat. Und er kann überhaupt nicht gut traden. Er ist auch max. Das heißt, er kann nicht gute Einheiten bauen wie Viper oder die angesprochenen Bloodlords oder Ultralisken. Heißt. Bist du jetzt in einer Scheißsituation hier? Ja.
Die Army ist halt ein Witz gegenüber der vom Terra. Und du kannst sie nicht uptraden, um was anderes zu bauen. Denn du verlierst sie einfach. Das Einzige, was mir hier wirklich einfällt, ist Overlord Drops. Wenn man so in der Situation jetzt ist, Drop für und Speed für Overlords und hier einfach reindroppen in die Main und Natural. Das wäre eine Möglichkeit, hier zu machen. Ist aber sehr risikoreich. Aber besser als jetzt einfach zu verlieren, denke ich. Oder so, wie du es immer machst, einfach ein Base Trade, sobald er raus moved. Genau, das wäre die andere Möglichkeit. Jetzt moved er raus, du nimmst deine Army, stellst sie hier hin und gehst jetzt einfach rein. Guck mal an hier. Nix hat der. Nix. Wichtig ist, dass du dann den Spire hast, ne, gegen Terra. Und dann jetzt, also Base Trade wäre hier auch optimal in der Situation, meiner Meinung nach. Hier rein, du killst ihm alles. Mit deinem Road Shooter. Entweder er kommt dann zurück oder er pusht durch. Wenn er durchpusht, haust du halt einfach 25 Muten raus. Und tötest die Gebäude, die er wegfliegt. Damit. Ich denke, mit dem Base Trade hättest du hier auch gewonnen. Das ist nämlich hier eine super Situation für den Base Trade, weil der auch gar nichts hinten lässt. Ja, was man auch noch gut sehen kann gegen Mac ist, dass man meistens Danny dann doch nicht so viel und man sieht die ganze Army. Jetzt sieht der Zerg ja die ganze Army und da kann man ja sehr gut auch einschätzen, was brauche ich dagegen. Und da ist ein Tor dabei und 9 Vikings. Da wäre halt der Mutaswitch ideal. Genau. Und das Gas Perfekt. Ist auch vorhanden. Wäre der sogar hier, ja. Ja, das wären deine Möglichkeiten. Overlord Drop, Base Trade und Mutaswitch. Ich finde auch hier, so schlecht tradest du gar nicht ab. Und jetzt musst du nachproduzieren. 28 Roaches. Ultras werden super jetzt auch. Als die Drohnen abziehen, schnell hier hin. Zu deiner anderen vierten. Und Ultras werden. Ja, du siehst jetzt, mit Roaches läufst du einfach nur noch gegen eine Wand, denke ich. Vor allen Dingen Tanks countern halt Roaches sehr gut. Genau, das wären jetzt 31 Mutas gewesen. Ja. 31 Mutas wird GG. Hier noch in der Situation und zwar ohne große Frage. Hattest du sogar den Spire? Ja, da hättest du hier wirklich den Game-Winning-Move machen können. Genau das. Ah, macht er jetzt ja auch! Macht er, ja, okay. 18, 8. Die Vikings schlagen die noch. Ja, das sind natürlich zu wenig. Hast keine Drohnen mehr gehabt, ja. Auch und da. Ende. Keine Larven mehr gehabt, sorry. Ja, ja und der Tor, der wurde ja auch rausgenommen. Das heißt, man muss auch nicht Magic boxen. Magic boxen ist nochmal eine Möglichkeit, wenn der Tor ist auch so eine Einheit, die Splash-Damage macht. Und wenn man die Mutas irgendwo hinschickt und dann auch auf Hold Position geht, so wie es jetzt ist, dann klumpen die nicht. Und wenn die nicht klumpen, sind verschiedene Einheiten wie die Tore gegen die Mutas nicht so effektiv. Und da der Tor aber rausgenommen ist, dass dieses hätte etwas, hat er davon noch einen? Ich glaube nicht. Nee. Du müsstest nur die Vikings alle gekillt haben, dann hättest du jetzt hier gewonnen gehabt. Aber genau. da hat man jetzt auch wieder schön gesehen, jetzt haben die Larven gefehlt. Für die nächsten 21 Mutas, die kommen jetzt erst, oder? Du hast es nicht irgendwie direkt halt gebaut. Er hat eben stattdessen 28 Roaches gebaut, das wären die Mutas gewesen, das hätte er sich gleich leisten können. Ja, er hat jetzt ja nochmal 21 in Auftrag. Ja. Das sind 30 Muten. Ja, hättest du die jetzt direkt gehabt, hättest du einfach die hier gekillt und seine Army gekillt. Spiel fortgesetzt. Trotz dessen sehe ich dich gar nicht in so einer schlechten Situation, wenn jetzt nämlich noch die 21 Minuten kommen. Die letzten 2 Minuten habe ich noch nicht gesehen. Eben abgebrochen. Okay, jetzt die Mutas. Das ist für dich jetzt. Ja, noch nicht engagen. Genau, die hättest du erstmal sammeln müssen. Das wäre jetzt, das ist das Letzte, was du noch hast, ne? Dein Joker, die Muten jetzt. Ja, und das ist natürlich. Da hast du, siehst du ja, wie viel Muten du hier wastest. Musst halt erst die Vikings angreifen. Ja, das ist blöd hier gelaufen. Ich kenne das selber in der Situation. Ist man dann halt überfordert oder. Ja, oh, schade. Ja, also du hättest dich noch gewinnen können, nämlich. Hättest du die Muten nicht gewastet, direkt Muten gebaut. Oder auch Thors, denke ich. Ultras wäre auch noch eine Möglichkeit. Ultras ist auch schwierig. Schwierig, weil er keine Melee-Upgrades hatte. Ja, und gegen so Mass-Tanks bringt es dann auch nicht mehr viel. Also der Mutter-Switch war schon das Richtige eigentlich. Definitiv. Gut,
Aber ich glaube, das war sehr klar, also konnte man vieles sehen, was man so als Zerg falsch macht. In dem Game. Also nicht, dass du so viel falsch gemacht hast. Es sieht halt in so einer Replay-Analyse, muss man ganz ehrlich sagen, sieht es immer auch viel schlechter aus. Das muss man hier mal wirklich dazu sagen. Wenn man auch mal seine eigenen Replays genau analysiert, da fallen einem so viele Fehler auf. Wir sind halt alle keine Pros, ne? Nicht, dass du jetzt denkst, oh Gott, war ich schlecht. So schlecht war das ja gar nicht. Aber die Fehler, die du gemacht hast, haben wir dir schön aufgezeigt. Ich denke, das Ganze wäre dir viel einfacher gefallen, hättest du da am Anfang im Early Game richtig injected, die richtige BO gehabt, mehr Drohnen gebaut. Die Gase später genommen, vom Gas wieder abziehen. Ganz genau, diese Sachen, die haben dir hier. Das hat dir wahrscheinlich im Endeffekt so das Game gekostet, auch wenn du Möglichkeiten gehabt hättest, hier noch zu gewinnen. Und ja. Die zwei großen Fehler im Engagement, die sind ja, glaube ich, ziemlich klar. Gut. Aber da hast du bestimmt einiges jetzt gelernt, Afro. Das ist generell auch häufig was ich mitbekomme. Dann rede ich mit einem Goldspieler, der sagt, gib mir mal ein paar Tipps. Dann sage ich, krieg deine BO am Anfang ordentlich hin. Sagt er, ja, das kann ich. Ist aber oft so nicht. Also ist ganz oft so, dass Leute denken, ja gut, wenn ich da mal mit 20 Energie zu spät injecte, ach, naja, ist doch nicht so schlimm. Im Early Game ist es extrem schlimm. Also einfach da gucken, dass man im Early Game wirklich das hinkriegt. Besonders wenn man nicht unter Druck steht. Das Ganze dann noch unter Druck hinzukriegen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber du hattest ja wirklich Zeit und Ruhe für Injects, Makro, BO. Und da hapert es eindeutig bei dir. Genau, auch Supply Blocks auf 28, 36, das ist eine Kleinigkeit, die sollten nie passieren. Passiert mir auch von Zeit zu Zeit, sollte nicht passieren und die sind super teuer, dadurch verlierst du Drohnen. Das ist, als würdest du ein, zwei, drei Drohnen opfern. An der Stelle. Und dann, ja, besonders, dass man weiß, was man spielt, also dass man, besonders wenn es ruhig ist, dass man dann seine BOs hinbekommt. Wenn der wirklich direkt da schon mit Helions ankommt, viel Action macht, Reaper Action und so, da ist es nochmal was ganz anderes, wenn man da mal einen Inject vergisst. Aber wenn man die Ruhe hat, dann sollten die passen. Das finde ich schon. Also da, dass man so ein Vakuum, gutes Game hat, gute BO, gutes Early Game und dann weiß auch, was man macht, zu machen hat. Auch wenn man harassed wird. Weil ich finde das Ganze viel, viel schwerer, wenn man harassed wird. Dann noch sein BO richtig gut hinzukriegen. Das unterscheidet halt dann einen von einem Pro fast. Also die Pros, wenn ich da sehe, wie live makrot im Hintergrund, während er irgendwelche drei Reaper-Harass abwehrt, das ist schon krass. Also. Okay. Ich fand das auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde, es hat